Nee, da ist es noch. Okay, gut. Dann, ja, würde ich sagen, fangen wir doch mal an dieser Stelle an. Ich begrüße auch die Leute, die nachträglich das Ganze im Video schauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mal live dabei sein wollt und ihr guckt das gerade über Twitch, dann folgt doch gerne diesem Kanal. Wenn ihr nicht über Twitch guckt, dann schaut doch mal gerne bei twitch.tv/dodaswelt vorbei und folgt mir dort. Und auch gerne bei Facebook und bei Twitter und bei Patreon. Auch dort poste ich immer, wenn ein neuer Stream stattfindet. Und auch dort jeweils unter dem Namen dodaswelt. Genau. Ja. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt hier mal los mit Geschenke auspacken. Silbernes Geschenk. Was kriegen wir da? Zufälliges Reliktbündel. Durch die Verwendung dieses Gegenstands erhaltet ihr ein Relikt der Stufe 3 bis 9. Kannst nicht nur eine Stufe haben? Dieser Gegenstand muss nicht bei einem Reliktmeister zerlegt werden. Zur Verwendung genügt ein Doppelklick. Okay. Zeig mal. Roter Achat-Edelstein der Ausdauer. Ja. Dankeschön. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn eigentlich noch? Versiegelte frühe Rune des Entgehens. Ein Reliktmeister kann den zerlegen. Was ist das hier? Schlüssel zu den Toren von Khandun. Bei Gebrauch, ihr habt den Schlüssel zu den Toren von Khandun an euren Schlüsselring gehängt. Ein Schlüssel, der von Dvalin in Thorin-Zeile geschmiedet wurde, um die Tore von Khandun zu öffnen. Und wo wird der gebraucht? Passive Fähigkeit erworben. Aha. Huch. Das habe ich ja noch gar nicht bemerkt. Was ist das denn hier jetzt auf einmal? So. Was habe ich? Habe ich jetzt irgendwas Neues bekommen? Das mache ich mal noch an. Habe ich was Neues bekommen und sehe es noch nicht? Schau ich doch gerade mal. Passive Fähigkeit, Fertigkeit, wie auch immer. Na, hier ist übrigens zurückkehrender Reisender. Das habe ich tatsächlich schon. Die Abklingzeit der Zurückzugfertigkeit wird um 30 Minuten verringert. Schlüsselring. Schlüssel zu den Toren von Khandun. Ja, aber was bringt mir das dann? Verstehe ich nicht. Hilfe! Verstehe ich nicht. Naja. Gut. Ja. Was soll man da noch groß sagen? Was haben wir? Gesperrt. Ein robuster Stahlschlüssel ist für das Öffnen dieser Kiste erforderlich. Was haben wir hier noch? Noch so eine Kiste. Was will ich denn mit diesen Kisten? Was ist da so drin? Kann alles sein. Ein robuster Stahlschlüssel oder was? Und hier auch ein robuster Stahlschlüssel. Kostet so ein Ding denn? Nur noch mehr davon? Nicht, dass ich jetzt nur zwei oder drei kaufe und dann mehr brauche. Ilvis Festmast. Okay. Das füge ich mal da drüben hin, weil die gehören ja zusammen. Was haben wir hier? Schrift der Finesse. Nutze ich jetzt einfach mal. Warum soll ich das denn? 100% Zeichenerwerb. Komm, machen wir auch mal. Warum nicht? Was soll der Geiz? Ja, keine Ahnung. Gut. Komm, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Da kaufe ich jetzt mal den Artikel.
Saphiria Blüte im Schnee. Das ist die Elfe. Doch die Elfe, oder? Die sich hier in den Vordergrund drängelt. Warte mal. Habe ich hier gar nicht in der Freundesliste, wenn sie es ist. Das ist doch die Elfe, oder? So. Haha, immun. Aber was haben wir hier denn so? Achso, anwenden. Ich bin es nicht. Bist du nicht? Wenn ihr das Freigeben fortsetzt oder Schlüssel braucht, ja. Aber was war da jetzt hier so Tolles drin? Gut, das Band der Kraft müssten wir dann auflösen, aber macht das Sinn? Ich spiele doch kaum Hobbits. Das stimmt zwar, aber... Ups, halt, nein. Wehe, das ist auch schlechter als das, was ich habe. Bewegungstrank. Pack ich mal da oben rein. Den Rest können wir verkaufen. Und vor allem habe ich noch keinen auf 115. Ach so, nicht? So, was haben wir hier? Schnellere XP. Das ist doch gut, das nehmen wir mal. Direkt mal eingesetzt. Und hier dekorativer Ringpanzer. Gelb. Was? Aha. Pack ich mal da oben hin. So. Achtung. Ist aber nicht nett. Hallo Offi. Saphiria. Kommt mir der Name bekannt vor? Müsste ich den kennen? Hm. Okay, muss neu laden. Der Chat wird mir nicht angezeigt. Oh. Komisch. Wieso wird dir der Chat nicht angezeigt? Das habe ich auch noch nie gehabt, dass der Chat nicht angezeigt wird. Merkwürdig. Immer wieder mal was Neues. Naja. Wo sehe ich mich jetzt? So. Okay, hallo Offi nochmal. Wer ist Saphiria? Wir müssen die Kammer des Scheidewegs auf den Krieg vorbereiten. So. Also, Buch 4, Kapitel 1, Vorbereitung für die westlichen Hallen.
Ich fürchte, dass uns dasselbe Schicksal wie Balins Expedition ereilen wird, wenn wir uns nicht auf den Kampf vorbereiten, Dodaker. Wenn man Aspar Glauben schenken kann, könnte die Rache von Masok seinem Herrn schnell erfolgen. Wir dürfen nicht ruhen, ehe wir nicht auf das Schlimmste vorbereitet sind. Wir müssen auf diesen Vernichtungsschlag vorbereitet sein, und wenn wir Glück haben, wird er nicht unser Ende bedeuten, wie es bei Balin der Fall, der nicht wusste, was ihm bevorstand. Wie es bei Balin der Fall war, so. Erklärt meinen Zwergen Sluti, Sigdatten und Talfi hier in der Kammer des Scheidewegs die Situation. Hilft ihnen bei der Vorbereitung auf den bevorstehenden Angriff. Zumindest die Großbinge wird bereit sein. Ich hoffe, jetzt lachen so knuffig. Ach, das ist also dieses Herr der Ringe, von dem ich mal irgendwo gehört habe. Jetzt musste ich einfach mal fragen, ob ich mit der Person nicht schon mal irgendwie zusammengespielt habe oder so. Kann ja alles mal sein. Aus der Sippe ist der Charakter aber auch nicht, oder? Nee. Bei den Gefährten habe ich ihn nicht mit drin. Tja. Jetzt muss ich zumindest noch die Antwort abwarten. Sehr viel Rollenspiel bringt die Person ja scheinbar nicht gerade hier zugange. Ich bin jeden Tag on. RP, ja, also bitte, wir sind auf einem RP-Server, da kann man sowas auch erwarten. Wenn man im siebten Chat sich da anders abspricht und so, dann kann man auch gerne schreiben, ja, ich bin jeden Tag on oder so. Aber bei Sagen vom Charakter her, nee, da passt das nicht. Per Ims, okay, aber Sagen, nee. Bringt Frauen und Kinder in Sicherheit, ne? Verstehe ich nicht. Aber Rollenspiel ist doch super. Jetzt einen Schatzschlüssel sichern. Habe ich doch gerade erst gekauft. Naja. Das war ein Gag. Achso. So, weißt du, was ich noch mache? Ha ha ha.
So, und hier mache ich mal. Das muss bei sowas mal sein. So, ist das hier einer, mit dem wir Sluti? Genau, mit dem müssen wir mal reden. Vielleicht werden wir schon bald unseren Sieg über die Orks von Moria feiern. Bosi hat versucht, es geheim zu halten, aber Gerüchte verbreiten sich in Moria schnell. Die meisten von uns wissen Bescheid über Balins Ende. Sie waren umzingelt. Orks von Osten und von unten, die schreckliche Kreatur im Teich, am Hulstentor. So etwas darf uns nicht passieren, Dodaka. Aber falls doch, muss ich sicherstellen, dass wir über genügend Vorräte für eine lange Belagerung verfügen. Ich möchte, dass ihr Moria verlasst und mit Torgnyor vor den Türen von Durin sprecht. Sagt ihm, dass er uns so viele Lebensmittel wie möglich schicken und für regelmäßige Lieferungen sorgen soll. Wir werden nicht in dieselbe Situation wie Balins Zwerge geraten. Wir werden sie rächen, damit sie dann unter den Steinen in Frieden ruhen können. Ja. Ohne mich vorher zu fragen, okay, wo steht mein Williams dann? Okay, wo steht mein Williams? Dann kann ich dem RP-Unterhaltungsprogramm besser folgen. War früher auch schon so bei mir. Ehemalige SVTOR-Spieler, SVTOR-RPler, aber nicht weiter sagen. Wo dein John Williams steht? Der alte Williams Christ. Williams Christ wahrscheinlich. Naja. So, der andere ist Delphi, ist das der hier? Ja, das ist der hier. Auf der Flasche steht Williams Christ. Ah, ein Williams Christ, also. Lickmund, ist das noch einer? Nee, der ist irgendwie ein Sonderfall. Ah, das ist ein Sonderfall. Huch. Habe ich nicht eben auch eine Aufgabe bekommen? Ich habe doch eben noch eine Aufgabe gehabt. Der gute Birnenbrand. Ja. Wo ist denn die jetzt hin? Die Elfe hat ja auch gesehen. Wo ist die Aufgabe hin? Jo, wird die mir jetzt nicht mehr angezeigt? Das ist doof. Ich will diese Aufgabe wieder sehen. Die für den Jäger, da stand irgendwas, verbesser deine Jägerfertigkeiten. Fähigkeiten. Spreche mit dem und dem in Moria und verbessere deine Jägerfertigkeiten. Und wenn ist die Frage, wo diese Person steht? Großbinge, glaube ich. Und dann wahrscheinlich bei Delfblick. Wo stehen denn hier so die. Klassenmeister oder so. Ausbilder. Hier stehen gar keine Ausbilder. Hier in der 21. Halle stehen welche. Ja, genau, so eine war das. Ich
hatte nicht damit gerechnet, dass sie verschwindet. Das ist ja blöd. Wie kriege ich die jetzt wieder? Gibt es eine Möglichkeit? Hobbymeister, Meister der Lehrlinge. Löffel baden. Jäger. Dann, sonst schauen wir in der 21. Halle einfach nochmal vorbei. Vielleicht gibt es da beim Jägerlehrer die Aufgabe oder so. Aber ich meine, sie war hier in Moria. Sprech mit dem und dem und erneut annehmen. Ja, geht aber nur, wenn ich da draufklicke. Aber wenn es mir nicht angezeigt wird, kann ich auch nicht draufklicken. Manu. Versuch mal kurz was, wenn ich mich abmelde und wieder anmelde, ob das funktioniert. Ah, ja, siehste. Gut, dass ich das gerade probiere. Uah. Ja, da ist sie wieder. Schön. Euch wurde aufgetragen, Armbialt in den Rotdornadern von Moria aufzusuchen, um eure Fertigkeiten als Jäger zu verbessern. So. Alles mit Toda. Hups. War das gerade etwas auffällig? Nein, oder? Scharfrichter des Bösen. Ah. Wir haben noch keine Spur so. Von Durins Fluch gefunden. Seid vorsichtig, wenn ihr nach Moria reist. Findet den Grund des Brunnens. Jetzt müssen wir also doch da durchhopsen. Das machen wir später mal. So. Dieser Brunnen gefällt mir nicht. Ich habe hineingesehen und konnte den Grund nicht erkennen. Aber ich bin mir sicher, dass dort unten Wasser ist. Das macht mich einfach nervös. Was ist, wenn die Orks den Grund des Brunnens finden und versuchen, dort hochzuklettern? Auf diese Weise könnten sie in diesen Raum gelangen, ohne dass es die Wachen bemerken. Ich muss euch nicht sagen, dass dies eine Katastrophe wäre. Ich wäre beruhigter, wenn ihr den Grund des Brunnens finden und sicherstellen könntet, dass die Orks von dort aus nicht in diese Kammer klettern können. Melma ist unterwegs und will sich darum kümmern, aber ich habe zu lange nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß nicht, wie sie ihr sicher zum Grund gelangt. Aber ihr solltet einen Weg in das Wasserwerk suchen und dann nach Narak Keleb, dem Grund des Brunnens, Ausschau halten. Ich gehe davon aus, dass ihr in den Tiefen südwestlich des mächtigen Aquädukts finden werdet. Springt jedoch nicht in den Brunnen hinein, es sei denn, ihr glaubt nach einem Sturz in unendliche Tiefen unversehrt auf euren Füßen landen zu können. Klar. Bruders der Welt vereinigt euch. Auch du, mein Sohn, Doda. Nee. Wo ist der Dritte? Der Dritte ist hier oben. Frage? Welche muss ich denn fragen? Sigdan, der hier. Bleibt stehen und sprecht mit mir. Das Schicksal Khazad Duns steht auf dem Spiel. Meint ihr, dass wir rechtzeitig fertig werden, bevor die Orks uns angreifen? Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn die Orks wüssten, wie angreifbar wir im Moment sind, würden sie keinen Moment zögern und noch in dieser Stunde angreifen. Mein Vetter Spor hat die Aufgabe übernommen, die Zugänge zur Kammer des Scheidewegs zu überwachen. Wenn die Orks einen baldigen Angriff planen, wird er ihr Kommen bemerken und uns rechtzeitig warnen. Hilft ihm bitte auf einem Spähgang. Ich möchte, dass er Unterstützung hat, falls ihm irgendwelche widerwärtigen Feinde über den Weg laufen. Okay. Ich glaube, wir gehen als erstes mal nach draußen, oder? Ich würde sagen, wir gehen als erstes mal zu dem hier, für die Jägerfertigkeiten. So. Da sind wir auch schon. Waren wir hier schon mal? Ich kann mich nicht erinnern. Doch, hier waren wir schon. Da sind wir zwar nicht ganz lang gelaufen, aber hier waren wir schon. So. Der Pfad des Fallenstellers. Hallo. Er sagte doch nicht in den Brunnen springen. Ja,
Da gibt es so einige Abkürzungen. Du kannst, wenn du failst, mal nach links, nach rechts abbiegen und kommst immer woanders raus. Seid gegrüßt, Jäger. Ihr habt mich gesucht und hier bin ich nun. Also, was möchtet ihr von mir, nachdem ihr diese weite Reise auf euch genommen habt? Ich hab doch die Abkürzung da hinten genommen. Ich sehe, dass ihr nicht einfach eine weitere Schusstechnik zu erlernen sucht. Es kommt die Zeit im Leben, da die gewöhnlichen Fertigkeiten des Handwerks nicht mehr genügen und wir tiefer gehen müssen. Ist dies der Grund, warum ihr mich, den größten Jäger und Fallensteller meiner Heimat, aufgesucht habt? Vielleicht kann ich euch helfen. Wenn ihr die Prüfung besteht, werde ich euch alles lehren, was ich weiß, denn dann habt ihr euch dessen als würdig erwiesen. Lasst uns also reden. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Sammelt Hinweise auf den Weg des Zwergenarbeiters. Nun wird es ernst, du der Kerl. Ihr möchtet lernen und ich bin bereit, euch zu unterrichten, wenn ihr das schafft, was ich euch auftrage. Ihr seht mir nach einem erfahrenen Waldhüter und Jäger aus. Ich kenne eine Fertigkeit, die euch sehr helfen wird, doch der Weg, den ihr beschreiten müsst, um sie zu erlangen, ist kein leichter. Manchmal ist es nützlicher, einem Freund als einem Feind zu folgen. Also lasst uns hier beginnen. Einer der Zwergenarbeiter der Expedition ist vor einigen Tagen auf eine Kundschaftermission gegangen, die ihn durch den Südteil der Rotornadern führt. Ihr solltet dort nach Hinweisen auf seinen Weg suchen und nachsehen, wie es ihm ergangen ist. Aha. Dann gucken wir doch mal, wo müssen wir da hin? Lodernden Tiefen vielleicht? Nein? Ah, siehst du, ist doch hier. Ah, okay. Wie kommen wir denn da hin? Am besten, am schnellsten, am leichtesten. Keine Ahnung. Also was ich weiß, und den Fehler mache ich nicht nochmal. Autis Lager, Knacks Lager. Ich, derzeit nicht möglich. Wieso ist das denn nicht möglich? Na gut. Also den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich laufe jetzt hier nicht da die ganze Zeit ganz nach unten, wenn ich hier einfach rauskommen kann. So. Ach so, ich muss die Lage erst noch finden. Ja. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal, dass wir da so schnell wie möglich und so einfach wie möglich hinkommen. Im Zweifelsfalle außenrum. Die knurren ja nur, von daher ist das nicht so schlimm. Oh, und was ich auch mal wieder machen kann, ist hier Vorteile holen. Bisschen beschleunigte EP. Um sicherzustellen, dass wir auch wirklich nur Dingsaufgaben machen müssen. Buch- und Bandaufgaben und sowas. Und Brandaufgaben. Au! Hey! Was ist denn hier los, sag mal? Guck mal hier, Ziege zur Orkwacht. Werden wir dieses Madenvolk aus unseren Hallen jagen. Ziemlich dunkel da. Ja, ich meine, wir sind in den Minen von Moria. Oh. Und was war das jetzt für ein Lager? Nein, Autis nicht, das war Knackslager. Hä? Wie, was? Keins von beiden? Ich war doch da. Was ist denn... Wollt ihr mich verarschen? Das Spiel mag mich nicht. Böse zu mir. Ein böses Spiel. Ganz ein böses Spiel. Das Spiel treibt ein böses Spiel mit mir. Ach, die Rotornadern, schöne Zeit. Ja, merke ich irgendwie nichts von, dass das hier so toll sein soll. Ja, ja.
Augen auf die Straße, nicht auf die Karte. Ich bin doch jetzt hier. Warum zählt das nicht? Sind hier nicht gerade Kasas Lager? Kasis Lager? Ah, Kasatskan, okay. Kuli, Heiler Auti. Einer. Weil es ein anderes Lager ist. Verstehe ich nicht. Kampf nicht möglich? Hier ist doch gar keiner. Verstehe ich nicht. Warum war der jetzt noch im Angriffsmodus? Ah, alter Schädel. Greifen wir doch mal schön an. Ha! Edge. Wie ein anderes Lager. Ich sehe auf der ganzen. Ihr habt den Zwergenschädel beschafft. Okay, ich sehe hier auf der ganzen Karte nur zwei Lager. Was? Wo kommst du denn her? Was? Wer bist du denn? Tschüss. Achso, sowas. Unverschämtheit. Im Nahkampf erstmal den langsamsten Fernkampf ausführen. Natürlich, ich will spannend machen. Lass mich. So, hier ist auch ein Versteck, eine Abkürzung in diesem Felsen. Und schon ist man wieder hier. Wie kann ich euch praktisch, ne? Sein? Wie schrecklich. Natürlich suchte ich nach Hinweisen, doch hatte ich mir etwas anderes erhofft. Lasst uns den Schädel des armen Kerls daraufhin untersuchen, was mit ihm geschehen ist. Wenn wir ihn rächen können, wird dies die passende Herausforderung für euch sein. Er wurde erst kürzlich getötet, auch einige seiner Zähne fehlen. Doch was sagt uns das? Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Tat verliehen? Die Fahrt, der Pfad des Fallenstellers 1 von 3. Aha. Legendärer Gegenstand aufgestiegen. Och, und ich muss neu schmieden. Okay. Oh. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ist ja fast wie in jede Junkrat-Falle laufen. So. Armbeerhalt dreht den Schädel in seiner Hand und runzelt die Stirn. Tatsächlich, es fehlen vier Zähne, doch es sind keine Anzeichen von Gewalt zu erkennen. Mir scheint, sie wurden gezogen und nicht durch Unachtsamkeit herausgeschlagen. Ich kann nur eine Vermutung darüber wagen, was hier geschehen ist. Die Orks der Weißen Hand benutzen am liebsten Knochen als Trophäen und Schmuckstücke. Nachdem der Zwerg ermordet wurde, wurden ihm seine Zähne genommen und sein Fleisch gefressen. Orks sind schreckliche Kreaturen, die mit ihren Opfern spielen. Sie kennen keinen Anstand und keine Achtung vor den Toten, so wie wir. Selbst ihresgleichen würden sie auf diese Weise schänden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die fehlenden Zähne bei den Orks der Weißen Hand zu finden sind. Große Zähne wie diese gelten als wertvoll, daher sind sie wahrscheinlich bei den Ranghöheren unserer in der Nähe lagernden Gegner zu finden. Der Feinde wäre auch wichtig gewesen. Das kannst doch nur du, Elfe. Edge. Siehst du, der Offi ist auf meiner Seite. Da ist auch noch einer, toll. Naja.
Dann. Und jetzt wieder bekommen? Also, er muss neu geschmiedet werden. Also, sind da vielleicht Schmiede? Junkfallendetektor 11. Schmiedemeister, ah, hier steht doch gleich einer, das ist doch praktisch. Azogs Volk hat für die an uns verübten Verbrechen noch nicht ausreichend bezahlt. Identifizier die mal alle. So, und dann mache ich mal neu schmieden. LP nicht erstatten. Und hier auch. So. Und jetzt könnte ich die identifizierten Sachen, könnte ich theoretisch ja zerlegen. Dann habe ich hier nicht so einen Quatsch die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Ich glaube, um die Ziegen zu nutzen, musst du auch den entsprechenden Ruf haben. Klar, die sieht man ja auch so schlecht, stimmt. Die Orks von Moria werden für viele Dinge bezahlen müssen. Also die... Also Elfe, du könntest jetzt... Du hast die einmalige Gelegenheit, zollfreie Ware einzukaufen. Nee, du kannst dir, falls du was davon brauchst, sag es jetzt. Einen dieser Gegenstände. Ansonsten... Verkaufe ich so jetzt. 3 Kolben des Jägers habe ich aber ausgerüstet, oder? Moment. Ja, das ist der Streitkolben des Jägers, genau. Hey, hey, geh weg. Aber Elfe, siehst du selbst, deshalb traue ich mich nicht in den Ranked rein. Ich stehe fast nie in einer Falle. Also wie gesagt, Elfe, wenn du hier irgendwas davon willst, für den Hüter, spielst du glaube ich nicht Beorninger, gibst du eine Axt, Beorninger, Schnitzereien, Liederbuch für den Baden, Speer des Hüters und Dolch des Schurken. Okay, wenn du nichts siehst, dann zerlege ich das jetzt alles. Schriftroller der einfachen Erneuerung. So. Und dann kann ich, glaube ich, hier hingehen. Also, dann kann ich hier mehr eigene Dinge machen. Das werde ich aber gar nicht verfeinern. Was? Roter Achat, Edelstein der Ausdauer. Moment. Stufe 3, Stufe 1. Bronzefassung der Moral. Blutedelstein der Geschicklichkeit. Wirklichkeit. Vitalität. So, packen wir den mal da rein, wenn wir schon so ein Ding haben, ne? Und Ruhm. Handgriff haben wir zum Beispiel. Wir haben noch keinen Handgriff, den könnten wir eigentlich mal machen. Halt. Hä? Ich klicke immer auf Zumachen und er macht es nicht. Also automatisch kombinieren. So, dann hier geht nichts. Auch nicht. Hier geht nochmal was. 5, 6, 7, 8, 9. Okay.
So, was wir dann machen könnten, wäre... Ne, Attribut nicht. Stufe 10. Okay, so viele Splitter habe ich gar nicht. Stufe 9, nein, habe ich auch nicht. Stufe 8. Fassung. So, gibt es denn hier keine... Keine Haltung. Ne, wie heißt das? Wie nennt sich das? Handgriff. Hä? Was? Jetzt komme ich gar nicht in der Welt, so schnell wie ihr schreibt. Ich will es halt spannend machen, auch sonst wäre ich ja der übelste Pro-Gamer. Ja, Elfo Route to Top 10. In meinen Träumen. Erstmal Route to Gold. Ach, das hast du doch locker bis morgen. Hahaha, der war gut, Offi. Ein Mensch lebt von seinem Träumen. Je größer der Traum, je besser das Leben. Gut gebrüllt. Miau. Wieso kann ich denn hier jetzt keinen Handgriff machen? Handgefertigt. Um Relikte für dieses Feld zu erhalten, solltet ihr die Halle der Handwerksgilde aufsuchen, mit dem Verantwortlichen für die legendären Gegenstände reden. Von ihm könnt ihr die angemessenen Gildenrezepte kaufen. Was ist denn? Was soll denn da rein? Handgefertigt. Aha. Wir können ja erstmal vielleicht das, was wir haben, oder das, was wir drin haben, verfeinern. Wir können jetzt leider nur das verfeinern, was nicht drin ist. Aber ich kann es auch nicht rausziehen. Einen dabei zerstört. Oh, das ist schlecht. Dafür musst du Handwerk machen. Ah. Ja. Juhu, Handwerk. Hey. Na gut, so, was kann das hier? Durch Verwendung dieser Schrift zu erlernen mit einem längeren Gegenstand werden alle verbrauchten Legendärpunkte zurückgesetzt. Diese Schriftrolle zeigt nur Wirkung bei legendären Gegenständen bis Stufe 60. So, gut zu wissen. Aber brauche ich nicht. Ein Reliktmeister kann dies. Wieso komme ich denn immer auf Kaufen? Azogs Volk hat für die an uns verübten Verbrechen noch nicht ausreichend bezahlt. Jetzt bin ich beim Reliktmeister, kann es trotzdem nicht öffnen. Handwerk-Skill ist over 9000. Okay. Also, verstehe ich nicht. Also, benötigter Gegenstand. Schwert des Jägers, das könnte ich verbessern mit den Splittern? Ja, das ist ein Rechtsklick. Dann kommt diese Uhr, passiert nichts. Wird bereits verwendet. Ja, aber es passiert ja nichts. Ach, weil es bei den gesperrten Dingern dabei ist. Okay. Schurkenwerkzeug, was will ich denn damit? So. Bronzefassung der Macht. Frühe Rune des Entgehens, okay. Schau ich hier nochmal nach, guck mal, da kann ich wieder was kombinieren. Halt, Stufe 2. So lange kombinieren, bis es nicht mehr geht. Okay. So, hätten wir das auch mal weg. Dann haben wir auch wieder ein
bisschen Platz. Naja, eigentlich müsste ich mal hingehen und hier diese ganzen Level-Dinger draufklatschen. Oder ist es nur verschwendet? Weiß ich nicht. Macht das Sinn? Guck mal, die packe ich jetzt mal da oben rein, die vier. Mal den Platz nochmal anders benutzen, was haben wir hier? Okay, so. Dann packen wir den mal da noch hin und dann sollte das erstmal wieder passen. Die können wir noch benutzen. Genau, so. Frag mich nicht, benutzt doch dann auch gleich die Rufdinger. Ja, habe ich glaube ich gerade gemacht. Aber die Frage ist, macht es Sinn, die jetzt zu benutzen oder nicht? Ich glaube nicht. Was? 50.200. 4.000. 8.000. Das sind nur 1.000 und das sind 1.500. Okay, schon erledigt. Ich bin fast versucht, die einfach nur zu benutzen, damit sie weg sind. Warte auf eine höhere legendäre Waffe. Okay. Gut, dann mache ich das. Wenn die Elfe das sagt, dann mache ich das. So. Ich habe so viel Ahnung wie von Herr der Ringe, wie meine Katze vom Männchen machen. Ich habe nicht mal eine Katze. Sehr gut. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir da einigermaßen flott hinkommen. Keine Sorge, Offi. Ist auch nicht schlimm. Also wenn du trotzdem zuguckst und Spaß hast, freue ich mich auch drüber. Es dürfen nicht nur Leute zugucken, die Ahnung vom Spiel haben. Das ist gar nicht Voraussetzung. Ich meine, natürlich frage ich das ein oder andere, aber das muss ja nicht heißen, dass ihr immer alles wisst. Aber vielleicht habt ihr es ja schon mal gemacht. So. wo ist jetzt der Typ hier? Geht's hier irgendwie hoch? Ich muss aber da hin. Ist irgendwo hier. Hier geht's hoch. Aha. Ah ja. Ich hab die Grube entdeckt. Die Grube. Droda hat ja auch keine Ahnung. Ja, musst du jetzt nicht auch noch reindrücken. So. Erstmal Fokus sammeln. Und dann einfach drauf schießen und platt machen. Ist das so leicht wie das? Haben wir jetzt schon einen Zahn? Nö. Aber ich glaube, der hat den Zahn. Was? Der blockt den ab? Wichser. Ich hab den fleckigen Zahn gefunden. So, das ist doch schon mal gut. Es gibt so einige Features, wie gesagt, das sage ich immer wieder gern, die hätte ich auch gerne in anderen MMOs, wie jetzt hier dieses Instant Loot. Das würde ich gern bei WoW haben und bei SWTOR, es würde so viel einfacher machen. So. Aber sieht gruselig aus, wenn man da alles kanalisieren muss. Tja. Deswegen weigere ich mich meistens auch mit dem Handwerk. Ich habe übrigens, weiß gar nicht, habe ich das noch nicht gezeigt? Man kann hier tatsächlich... Ich weiß allerdings nicht, ob es dadurch EP gibt. Das weiß ich nicht. Durch normales Handwerk kriegt man ja hier normalerweise auch EP. So, es gibt natürlich das typische schnelles Handwerk und so weiter. Universelle Zutatenbündel, EP für Handwerk und so weiter. Man kann auch die Erfahrung deaktivieren. Hä? Nee, es gibt noch eins.
Suche jetzt mal nach Förster. Förster, Stufenabschluss, Unheilskluft. Schließe alle Handwerksstufen sofort ab. 2300 Lotro-Punkte oder HDAO-Punkte. Gerade 50% reduziert. Das fand ich überraschend. Pay to win. Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob es dadurch Erfahrungspunkte gibt. Dann wäre es so ein bisschen Pay to win. Es gibt ja kein PvP. Daher gibt es hier aus meiner Sicht kein Pay to win. Nicht direkt, da man die Punkte in-game bekommt. Also es geht beides. Ja, eben. Das ist richtig. Man kann die Punkte in-game sich erspielen. Und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt genug und will jetzt hier aber kein Handwerk großartig machen, will es aber trotzdem nutzen, dann geht das. Aber man hat ja nicht nur eine Handwerkstufe, sondern drei. Moment. Buch der Taten. Was ist denn hier mein Handwerksfenster? So. Hier. Schneider, Förster, Schürfer. Und jedes kostet mich wahrscheinlich gerade genau diese Summe. Ja. Schneider, was war das andere? Schürfer. Also das ist schon krass. Aber gut. Und in-game geht es auch relativ schnell mit dem Punktesammeln. Hab bis Level 30 alles Free-to-Play gespielt und konnte durch die erspielten Punkte mir das nächste Gebiet freischalten. Ja, das ist... Danke, du bestätigst das, was ich immer wieder sage, weswegen Herr der Ringe Online das beste Free-to-Play-System überhaupt hat, wie ich finde. Weil es einfach möglich ist, alles sich zu erspielen. Ich dachte, Pay-to-Win ist es, wenn man sich durch Echtgeld einen Vorteil verschaffen kann. Zeiteinsparung ist der größte Vorteil, den man haben kann. Das ist zwar richtig, Pay-to-Win, also das kommt auf die Definition immer drauf an. Aus meiner Sicht ist Pay-to-Win, daher Win, natürlich gewinnst du damit die Zeit, du ersparst dir Zeit. Aber ich meine, im anderen Fall würdest du halt diese Zeit investieren. Also es macht aus meiner Sicht keinen Unterschied. Und also für mich ist Pay-to-Win, für mich persönlich ist Pay-to-Win, knack, war das nicht hier einer? Für mich ist Pay-to-Win dann, wenn es PvP gibt, dann gibt es Pay-to-Win wirklich. Das andere, ja, es ist so wie im Singleplayer-Spiel Cheaten, das ist jedem selbst überlassen, ob er das machen möchte, ob er damit leben kann, wenn er das macht oder nicht. So. Da verurteile ich keinen, wer das unbedingt machen möchte, weil er der Meinung ist, er braucht das. Kann er gerne machen. Dadurch hat er vielleicht das Spiel dann schneller durch als ich, aber ich habe vielleicht damit dann mehr Spaß. Das weiß man nicht. So, komme ich hier, kann ich hier runter? Geht das hier? Ah, da kann ich runter. Man sollte richtig gucken. So, wo muss ich jetzt dahin? Wo ist der Typ? Hey, ich komme da durch. Ich will da durch. Also dieser Lichtkegel ist auch schon cool. Ah. Ist das hier der Schmied? Ne, da oben der Typ. Okay, aber den Schmied können wir auch mitnehmen. Das macht nichts. Es gibt schlimmere Beispiele für Pay-to-Win. Ich nenne hier jetzt mal keine aktuellen Beispiele. Ich glaube, es ist jedem klar, wovon die Rede ist. Man muss das in den Brunnen gefallene Kind nicht auch noch beim Namen nennen. Fängt es mit S an und mit einer 2 hört es auf? Nee, es hört nicht mit einer 2 auf, sondern mit römisch 2 hört es auf. Das ist ganz wichtig. Das alte, jetzt müssen wir es doch nennen, oder nein, ihr wisst ja, wovon ich spreche, das alte, was es 2005 gab, das ist mit der 2. Römisch 2 ist das neue. Ganz wichtig. Sonst, wenn man danach googelt und alles, kommt man immer beim Falschen raus. So,
So, jetzt haben wir hier den vergilbten Zahn bekommen. Wo ist denn der Rest? Der Rest ist irgendwie in diese Richtung. Kann ich da reinfallen? Schade. Hätte es gerne ausprobiert, ob ich da stecken bleibe. So. Aber römisch 2 ist doch logischerweise älter als die moderne 2. Das ist zwar richtig, aber das, da geht es um die Namensgebung einfach. Das alte hatte schon die Zahl 2. Die... Aber jetzt muss man überlegen, welches Zahlensystem haben wir? Das arabische Zahlensystem? Ne, wir haben die arabischen Buchstaben. Und welches Zahlensystem haben wir? Wo kommst du denn her? Was, wer bist du denn? Tschüss. Wir haben das arabische Alphabet. Haben wir die arabischen Zahlen? Und welches Alphabet haben wir dann? Ich will ja rüber. Ihr seid scheiße. Och komm. Alter, natürlich spawnt er da. Wir haben die mit 1 minus, schlag mich durch. Ha, ha, ha. Ist ganz genau, was ich meine. Wenn wir die arabischen Zahlen haben, haben wir dann das griechische Alphabet? War das so rum? Also richtig, oder nein, richtig nicht, sondern richtig wäre, wenn man demnach sagen würde, das alte war das mit Arabisch 2 und das neue ist das mit Römisch 2. Statue, Schulter und Arm. Nee, will ich nicht starten. Wieso hat er mich denn trotzdem gesehen? Ich habe keinen Plan, bin nicht bewandert mit Fremdsprachen. Und immer komme ich auf N. Was hat der denn? Muss der mal oder was ist los bei dem? Ich erlöse ihn mal von seinem Leiden. War ja nicht auszuhalten, der arme Kerl. Ach, gleich 2, natürlich. Gerade mal auf, damit ich den anderen auch gleich platt machen kann. So. Das war schnell geschossen. Und wie komme ich jetzt da wieder hoch? Ach. Ach nee, das ist der Typ, den wir suchen. Guten Tag, der Herr. Ich hab da mal eine Interviewanfrage an Sie. Sagen Sie, wo haben Sie diesen Zahn her? Hab den gesplitterten Zahn, wisst ihr? So, was haben wir hier? Der Alex! Hallo, schön, dass du da bist. Unser Alphabet kommt aus dem Lateinischen. Aha. Wir haben die lateinischen Buchstaben. Aber Latein kommt doch auch von der römischen Gegend, oder? Ja, von den Griechen. Ist Latein... Das heißt doch auch römisch-lateinisch, nein? Also ich habe Latein immer auf die Römer bezogen. Das heutige Lateinisch ist italienisch. So kenne ich das zumindest. Mal gucken, ob wir auch an die andere Stelle kommen.
Dachte ich auch. Jetzt muss uns der Alex mal aufklären. Latein hat den Ursprung von im griechischen Alphabet. Okay. Der Lorbeerkranzträger kam doch auch immer mit seinem Latein an. Errare humanum est. Irren ist menschlich. So, wir haben flachen Zahn gefunden, sehr gut. Dann nehmen wir doch mal die Abkürzung. Das stinkt mir hier zu sehr. Ich suche mal gerade eine Abkürzung. Was waren denn nochmal? Die Würfel sind gefallen. Ich komme nicht drauf. Ich hatte leider kein Latein in der Schule. Ja. Iren sind menschlich. Hallo. Gut gemacht, Todaka. Wir haben begonnen, unseren glücklosen Freund zu rächen. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Bringt diese Gegenstände zu Frosty Felsbeben in Thorins Halle. Zumindest liegt unser Zwergenfreund nicht mehr zwischen den bösartigen Orkhorden in Stücke gerissen herum. Einen kleinen Teil seiner Ehre, die ihm so grausam genommen wurde, haben wir ihm zurückgeben können. Ich fühle mit diesem armen Kerl, den seine törichte Aufgabe ins Verderben zu stürzen. Hä? Ich fühle mit diesem armen Kerl, den seine törichte Aufgabe ins Verderben stürzt. So rum ist jetzt richtig. Alea Acta Est. Ach, genau. Jagda? Wird das so geschrieben? Ich glaube, das J ist da gar nicht, oder? Alea Acta Est. Ich glaube, da ist kein J. Doch ich frage mich, was hinter diesem Angriff steckt. Dass sich Orks wie wilde Tiere verhalten, ist nicht überraschend. Doch es ist ungewöhnlich, sie Trophäen sammeln zu sehen. Ich frage mich, welche Macht hinter dieser besonderen Horde steht und sie befehligt. Wir werden es herausfinden, Nodaka. Bringt diese Stücke zu meinem Freund Frosty Felsbeben in Thorins Halle, in der Nähe der Versteigerer südlich des Throns. Er ist ein weiser Gelehrter und löst gern Rätsel wie dieses. Na dann... Wie geht's? Doch, da ist ein J. Aber spricht man das dann? Alea Jagda Est? Wie gesagt, ich hatte nie Latein. Das Einzige, was ich von Latein weiß, man spricht es so aus, wie es da steht. Deswegen ist es eigentlich ganz leicht. Und ich frage mich bis heute, ich würde gerne Latein lernen und ich würde gerne Duolingo dafür nutzen, aber warum gibt es kein Deutsch zu Latein oder Englisch zu Latein? Gibt's nicht. Warum nicht? Manu. Hatte es auf der Berufsschule nur mit so komischem botanischem Zeug, auch wenn es mit dem Latein verwandt ist, trotzdem kein Plan. So. Nein, ich wollte nur die Tür öffnen. So. Damit wir hierdurch dann zu dem anderen kommen. Tada, Eredluin. Da. Oh, lang nicht mehr gehört die Musik. Ach, ist das schön. Hier sind wir. Thorins Halle. Hier oben. Thorins Tor. Dann gehen wir noch weiter raus in den Eredluin da oben. Dann gehen wir noch weiter raus. Wir sind hier. Eriador. Und gehen wir noch weiter raus. Dort sind wir jetzt. So. Weil Latein eine tote Sprache ist. Quatsch, das wird mehr gesprochen als Französisch. Französisch spricht doch kein Mensch. Mal wieder was trinken. So. Das ist eine Beleidigung. Guck mal, eine Stunde rum und wir sind immer noch bei Buch 4, Kapitel 1. Wenn mich nicht alles täuscht, hat der Top-Quality-Google-Übersetzer in Latein übersetzen. Ja, das will ich aber nicht. Ich will das Zeug lesen können und wissen, was da steht. So wie ich Englisch lesen und sprechen kann. So würde ich das gern mit Latein können, auch wenn es mir vielleicht nichts bringt. Aber was ich gehört habe, es hilft auf jeden Fall, moderne Sprachen besser zu verstehen. Naja. Was habt ihr da? Ah, dieser arme Zwerg.
Herzog Haus, um zu kundschaften und zu erforschen. Was für ein schreckliches Ende hat ihn ereilt. Schrecklich. Nun, Beald hat recht daran getan, euch mit diesem Beweis dieses Mordes zu mir zu schicken. Ich habe ein besonderes Geschick für die Lösung solcher Rätsel. Diese Zähne wurden also gezogen und als Trophäen bei Ork-Anführern gefunden, die das Zeichen der Weißen Hand trugen? Ich wette, ich weiß, wer dahinter steckt. Ich hörte Gerüchte über einen brutalen Orkmeister nahe der Ruton-Adern, dessen Arm sehr lang sein soll. Er befehligt viele Orks der Weißen Hand in diesem Gebiet. Ich werde euch einen kleinen Götzen anfertigen, eine Art Bildnis, in das einige Runen geschnitzt sind. Ich wette, das wird den Ork herbeirufen, wenn ihr es zu diesem Zweck verwendet. Ihr solltet jetzt zu Armbeard zurückkehren. Ja, da gibt es auch hier so eine Abkürzung. Das sieht immer noch so geil aus. Weil hier der Strahl irgendwie mega hell aussieht. War das sonst auch der Fall? Sieht aus, als würde es schneien hier drin. Schneit auf jeden Fall draußen, aber... Ich glaube, da haben sie ein bisschen viel drüber gelegt, oder? Fällt das da tatsächlich? Fällt Licht wirklich so ein? Huch. Auf jeden Fall der größte Beamer der Welt. Nein. Ich habe eine Weile versucht, Japanisch zu lernen, aber bin einfach nur unfähig mit Sprachen, habe es dann schnell wieder verworfen. Ja, ich bin jetzt auch nicht so der große Sprachentyp, aber was ich weiß, ist, dass Latein auf jeden Fall helfen soll. Wenn man Latein kann, kann man so gut wie jede Sprache lernen. Hallo. Schlechte Nachrichten. Ich habe von diesem üblen Meister der Weißen Hand gehört. Die Gerüchte sagen, dass er sehr stark ist und sein Arm weit reicht. Es wird sehr schwer, ihn mit Pfeil und Bogen allein zur Strecke zu bringen. Doch Frosty Felsbeam ist ein nützlicher Verbündeter, nicht wahr? Dieses Bildnis wird euch bei eurer nächsten Aufgabe nützlich sein. Tat abgeschlossen. Hey. Sehr schön. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ah. Die Falle stellen. Oder die... Doch, die Falle stellen. Optional. Siehst du? Und 20 Lotro-Punkte bekommen. Geht es denn besser? So, und hier haben wir noch einen Punkt bekommen. Den investieren wir hier rein. Das haben wir gerade angefangen. Auf jeden Fall nützlich. Was haben wir hier? Erzspross. Stärke der Erde stellt neben Kraft nun auch Moral und Fokus wieder her. Plus ein Fokus pro Sekunde während der Anwendung von Stärke der Erde. Was ist denn Stärke der Erde? Stärke der Erde. Ah, hier. Stellt jede Sekunde Kraft wieder her und Moral und jetzt auch Fokus. Und wie lange dauert das? Abklingzeit 1 Minute 30, Anwendungsdauer 5 Sekunden. Na gut. Also, habe ich das jetzt angewendet? Ja. So. Eure letzte Aufgabe ist es, Drak zu besiegen. Versammelt eure Freunde, Dodaka, denn dieses wird kein leichtes Unterfangen sein. Ach Quatsch. Bringt dieses Bildnis zur großen Treppe und beschwört damit den grausamen Ork, der eine so große Bedrohung für das Volk ist, dass seine rechtmäßige Heimat zurückerlangen will. Ich dulde es nicht länger, dass er die freien Völker von Moria weiter peinigt. Kehrt somit zurück, wenn ihr die Kreatur bezwungen habt. Ich hoffe, dass eure Pfeile ihr Ziel treffen und ihn niederstrecken werden, auf dass die Welt von ihm befreit ist. Das kriegen wir hin. Sicher, sicher. Ganz locker, easy. Ja, der ist natürlich da drin bei der großen Treppe. Dann reiten wir mal zur großen Treppe. Das geht ja recht einfach. Guck mal, wir sind fast schon Level 59. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Ich weiß, ich spiele MMOs irgendwie immer anders als andere Leute. Zumal ich MMOs im Stream vor allem oder als Let's Play größtenteils alleine spiele. Aber naja. Nee, halt. Ist das jetzt... Ach, das ist der Weg der Schmiedemeister.
Lass nicht die große Treppe. Willst du die große Treppe alleine machen? Nein, nicht die große Treppe. Nur diesen einen Typ da. Das geht schon. Ist optional und alleine nicht schaffbar. Ich würde gerne den Leuten mal ein paar Glühbirnen schenken. Das sind Zwerge, die brauchen das nicht. Wo ist denn hier die große Treppe jetzt hin? Neulich war sie doch noch da. Kann doch nicht auf einmal verschwunden sein. Der ist in der Inni von der großen Treppe. Ja, und? Kommen wir jetzt darüber? Da drüben. Immer diese falschen Zugänge. Lass doch mal gucken. Vielleicht kriege ich ja einen Inspirationsbonus. Ist doch jetzt immer so der Fall. Aha, hier geht's nochmal hoch. Bruder regelt schon keine Angst, wenn es riskant wird, packt er seine Pro-Skills aus. Ich hab das Tor der Zerstörung entdeckt. Genial, okay. So. Pro-Skills? Welche Pro-Skills? So, Stufe 56, so wie siehst du, Gefährtengruppe. In der altvorderen Zeit war dieser Ort das Portal zu vielen Ebenen und Hallen Morias. Aber als Moria fiel, verkam er und seitdem hausten hier schon unzählige Orkstämme. Mazok, Herrscher über die Orks von Moria, treibt hier mithilfe seiner Lakaien Igash seinen Tribut ein. Ja, eben davor habe ich ja Angst. Danke. Wir schauen mal. Wird bestimmt lustig. Kann nur lustig werden. In der altvorderen Zeit war dieser Ort das Portal zu vielen Ebenen und Hallen Morias. Das habe ich doch gerade schon vorgelesen. Aber als Moria fiel, verkam er. Und seitdem hausten hier schon unzählige Orkstämme. Mazok, Herrscher über Morias Orks, treibt hier mit Hilfe seines Lakaien Igash seinen Tribut ein. Ja, sag ich doch. Habe ich gerade eben schon vorgelesen. Ich starte mal meinen Client, wenn gleich wieder der Hilfeschrei kommt. Ach Quatsch. Wenn, dann ist die Aufgabe ja eh nur optional. Jetzt sieht es ganz schön. Habt ihr das auch? Da vorne stehen doch schon welche. Sieh nur, Nador, speichelleckende Wagreiter, waldlose Jammergestalten, die auf, was? Die auf freudigen Kötern reiten. Köter und Maden? Vergiss nicht, dass Uruk, dass du ein Gast der Gazatok bist. Am besten vergisst du nicht, dass, damit du dich nicht irgendwann in einem finsteren Loch wiederfindest. Hüte deine Zunge, du Mado, oder ich hebe im Zorn noch die Hand gegen dich. Du tätest gut daran, auf deine Stammesbrüder zu hören, sonst wirst du die wahre Bedeutung von Furcht noch kennenlernen. Die Weißhand ist diese Kriegslist überdrüssig. Die Zeit ist reif, Nador. Du wirst erfahren, was wahres Grauen ist. Ich will mich an deiner Furcht laben. Narr, Shaku wird sich dafür unsere Köpfe holen. Wir müssen jetzt diese Orks angreifen. Du machst dir zu viele Sorgen, Nador. Was ist los? Siehst du diese Eindringlinge, Nador? Mach unsere Truppen bereit. Ich werde unsere Truppen bereit machen, Iskal. Igash, Getreue werden durch meine Klinge fallen. Und die Tribut für die Weiße Hand wird uns gehören. Du hast 10 Minuten. Geh jetzt, Nador. Macht bereit für den Kampf. Moria wird der Weißen Hand gehören. Kommt, ihr Kreaturen, kommt und schaut eurem Tod ins Gesicht, eurer Furcht. Mir. Guck mal, das ist Level 58. Lasst die Orks der Weißen Hand nicht aus den Augen. Ich wittere Unrat in unseren eigenen Reihen. Wer spricht da? Lass deine Waffe fallen! Hahaha. Hä? Wie jetzt? Ach komm schon. Wir haben die damals zu dritt geschafft. Jäger, Hauptmann, Kundiger. Also eigentlich zu fünft. Viel Spaß, Offi. Lass deine Waffe fallen!
versuche jetzt erstmal wieder ein paar Trainingssammelschüsse zu schießen. Natürlich nur nebenher. Was machen die denn? Wieso setzt er sich den ganzen Tag zurück? Ja, viel Spaß auch, wünsche ich. So. Lass deine Waffe fallen! Siehst du, ich bin immun, der kann mich nicht kaputt hauen. Oh, der haut doch ganz gut zu. Okay, tschüss. Na gut. War ein Versuch. War ein kurzer Versuch. Wo bin ich denn jetzt? Das wird davor geportet. Lol. Nein. Später reisen. Das machen wir mal so. Vielleicht irgendwann mal. Gut, jetzt machen wir aber erstmal bei den Büchern weiter. Einladung, also zur Begegnung. Nein, nein, tschüss. So. Haben wir hier. Zeichnerwertbonus. Alles Bonus. Okay. Dann gehen wir jetzt mal. Hier hin. So, wir sind wieder in der Region, der Schwarze Teich. Also wir sind die ganze Zeit in der Region, aber wisst schon. Willkommen in Khazad-dûm. Bringt die Lebensmittelvorräte zu Sluti. Und dann hat der Ärger in Moria bereits begonnen. Das überrascht mich zwar grundsätzlich nicht, aber es kam doch schneller, als ich gedacht hätte. Ich hätte vielleicht zu mehr Vorsicht geraten, aber habe aber meinen Mund gehalten. Bosi und Brogo sind fähige Zwerge und ich wollte nicht auf diese Warnungen meines Herzens hören. Ich finde es gut, dass häufigere Lieferungen nach Moria angeordnet wurden. Ich sage schon lange, dass die Lebensmittelversorgung der Minen zu schleppend verläuft. Bei jedem Hindernis innerhalb oder außerhalb der Minen könnte die Versorgung nämlich unter Druck geraten. Ich übergebe euch die erste dieser Lieferungen, bringt sie zu Sluti in die Kammer des Scheidewegs und sagt ihm, dass noch mehr folgen werden. Gut, machen wir. Hui. Voll die Abkürzung. So, ja, wir behalten die mal bei. Wir geben die nacheinander ab. Und hüpfen jetzt trotzdem noch einmal darunter. Hä? Lol, das habe ich in dem Brunnen auch noch nicht geschafft. Jetzt stirbt man. Ich weiß, dass man es früher überlebt hat. Ich bin ins Wasser weggesprungen und habe es überlebt. Ich weiß das. Mann. Aber man hat nichts mehr. Keinen Nachschlag. Kein. Wer ist es denn? Ist nicht mehr schlimm, wenn man stirbt. Findet den Grund des Bodens. Wo muss ich da hin? Erst einmal, wie komme ich hier überhaupt runter? Bei manch einem Abgang denkst du, ach, da ist eine Treppe und dann... Wah! Die können uns wenigstens nichts mehr. Die sind alle schon irgendwie dunkel, hellblau, wie auch immer. Halt, ich muss hier hoch. Geht da die Ziege einfach unter? So, dann wollen wir mal. Also an Buch 4 kann ich mich tatsächlich auch noch so ein bisschen erinnern, dass wir das schon mal gemacht haben. Aber ich glaube, wir haben es nicht fertig gemacht. Daran kann ich mich nämlich nicht erinnern. Und zwar damals mit dem Letos habe ich das, glaube ich, gemacht. Aber da war ich deutlich über diesem Level. Wo muss ich den jetzt hin? Muss ich hier wieder durchs Wasser... Mm-hmm.
So. Und jetzt kann ich doch hier hoffentlich außen rum reiten. Natürlich nicht. Aber hier jetzt. Kann ich mich dann durch den Brunnen wieder hochporten? Das wäre lustig. Ja, genau. Hier ist auf jeden Fall der Boden. Weil hier sind wir vorhin runtergekommen. Sieht man das Loch da vielleicht sogar oben noch? Das wäre auch noch cool. Ja, so ein bisschen könnte man es da erahnen. Aber genau runtergefallen bin ich hier so. Ich bin hier gelandet. Oder? Ah, hier. Hier, glaube ich. Kann ich meinen Schatten sehen? So, Wilma. Es heißt, Durins Fluch befände sich hier. Wir haben ihn jedoch noch nicht erblickt. Das ist es. Ihr seht das Loch in der Höhlenecke über uns. Das ist der Grund des Brunnens in der Kammer des Scheidewegs. Ich glaube aber nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass Orks da hochklettern. Hey, zieht eure Waffen! Wir müssen uns eine Anhöhe suchen. Auf uns kommen viele Feinde zu. Was? Wie viele Feinde? Wie viele Feinde? Ach, nur solche Viecher. Euch ist keine Pause vergönnt. Da kommen ein paar Kröten. Welche Pause? Ups. Ey, was? Schießt er mich da einfach weg? Aufpassen, noch mehr Echsen. So, Kröten, schon wieder, macht euch bereit. So, das wird langsam lächerlich, da kommt ein Riesenexemplar. Was? Zungenpeitscher. Sagt Talfi, dass er sich keine Sorgen machen muss. Ihr habt Melma vor seinen Gegnern verteidigt. Dieser Ort ist gut bewacht von Kröten und Echsen. Ja. Oh! Njordre! Oder so. Glaube ich, wird das ausgesprochen, oder? Njordre 1. Vielen Dank für den Follow. Und willkommen bei den Gefährten. Ich würde erst ganz in die Mine gehen. Ja. Einem Elb wäre das nicht passiert. Was? Natürlich. So, das Auskunftsspiel spricht mit Spor. Ich gucke mir jetzt ganz genau dieses Loch da oben an und wünsche mich nach oben. Hat sie Augen zu? Mist. Verklickt. Hätte funktionieren können. Wow. Guckt mich da so ein Zwerg einfach mal grimmig an. Du portest dich hier durch Moria? Nee, nein, gar nicht. Ich laufe und nehme Abkürzungen. So, wo ist denn der andere? Klicken will gelernt sein. Sie jetzt wieder. Das Schöne ist, sie weiß eh, dass sie es zurückkriegt. Wenn ich mal einen ihrer Streams gucke und sie sich verklickt, weiß sie, dass sie es zurückkriegt. Und ist es nicht schön, mit dieser Vorahnung zu leben, Elfe?
So, der Typ war doch hier draußen irgendwo. Da, siehst du. Spor. Hätte er nicht SPQR heißen können einfach? Naja, wo wir es eben von Latein hatten. Wenn es hier kein Mithril zu finden, wäre ich bestimmt nicht hier. Wenn ihr ein gutes Auge und einen starken Arm habt, würde ich eure Gesellschaft auf meinem Sperrgang sehr schätzen, oder Kerl. Aber leider habt ihr das nicht, aber es ist okay, wenn ihr trotzdem mitkommt. Sehen wir uns nach herumschleichenden Orks um, die sich einen Vorteil zu verschaffen zu versuchen, indem sie den Weg zur Kammer des Scheidewegs ausspionieren. Ein gutes Auge? Naja, ich habe eine Brille auf. Starke Arm? Naja, nicht wirklich. Bleibt wachsam, überall könnten Orkspione sein. Ah, überall. Er hat Spor auf seinem Sperrgang begleitet. Was? Ein Orkspion, lasst ihn nicht... Gute Arbeit, ihr könnt Sig dann berichten, dass er eine große Hilfe war. Wie, das war's schon? Und dafür haben wir jetzt 1,5 Stunden gebraucht. Ach, schön. Gut, dass das jetzt erst Kapitel 1 von 9 war. Naja, mal gucken. Seid gegrüßt. Seid ihr vom Weg abgekommen? Nee, ich wollte zu dir. Du hast mich gerufen. Ah, ich hoffe, das ist die erste von mehreren Lieferungen von Torgnur. Schön, schön. Jetzt sind wir nicht mehr wie letztes Mal von der Außenwelt abgeschnitten und unvorbereitet. Nun sind wir auf alles vorbereitet. Hey. Und auch die müssen wieder neu geschmiedet werden. Toll. Schmiedemeister. Guck mal, Rambi, Entschuldigung. Kurz verlesen. Meister der Gegenstände. Oh, da ist doch einer. Vor der Tür? Hä? Doch nicht. Hä? Wo steht denn der Gute jetzt? Hier oben irgendwo? Ah, sehr gut. Wir werden Khazad-dûm für dein Eisenfuß zurückerobern. Und die heftigen Sachen kommen erst noch oben die Treppe rauf. Ja, ich habe ihn ja jetzt gefunden. Ach, ja. Ja. Und. So. Bei 1 und 2 könnte demnächst auch wieder was kommen. Aber gut, sprechen wir mit denen erstmal. Die gibt es ja auch nochmal wegen ihrer Gegenstandserfahrung. Aus unserem Königreich zu vertreiben. Ihr sagt, dass Melmar den Grund des Brunnens gefunden hat und er sich sicher ist, dass die Orks dort nicht hochklettern können? Das sind gute Neuigkeiten. Jetzt mache ich mir darüber schon weniger Sorgen. Vielleicht schlagen wir uns ja doch gar nicht so schlecht. Vielen Dank, dass ihr dies für mich in Erfahrung gebracht habt. Sehr gern. Siehste? Und wieder eine Stufe aufgestiegen. So, können wir hier denn erst einmal hier angefangen? Ja, das geht. Sehr gut. Hier auch. Nein, hier reicht es immer noch nicht. Hier reicht es auch nicht. Und hier auch nicht. Was haben wir hier? Hier reicht auch nicht. Und hier auch nicht. Na gut. So, gehen wir noch zu ihm. Der Schatten Mordors wird sich nicht für lange in den Hallen Khazad-dûms breit machen. Das habt ihr gut gemacht und ich bin froh, dass ihr bei Spor wart, als er in Schwierigkeiten geriet. Mein Vetter ist mutig und tapfer, aber einige Herausforderungen sind einfach zu groß für einen einzelnen Zwerg. Habt vielen Dank. Vielleicht werden wir doch noch rechtzeitig fertig. Juhu! Level 59. Nice.
braucht man noch irgendwie eine neue, coolere Animation, wenn einen neuen Follow gibt und Abo und sowas. Mal gucken, was mir da so einfällt, was ich vielleicht noch irgendwie finde oder so. Oder vielleicht selber machen kann, das weiß ich noch nicht. Selber machen wäre natürlich noch am geilsten, aber... mal gucken. So, sprecht mit Bosin. Ich hoffe, wir haben genug getan. Ihr habt meine Bitte wirklich erfüllt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass das reichen wird. Zumindest die Großbinge ist ausreichend vorbereitet. Wir hatten Glück, dass Masok noch nicht angegriffen hat. Ja, was nehmen wir jetzt hier wieder Tolles? Nein, den schon mal nicht. Ich gucke immer als erstes nach der Rüstung. Wenn die schon mal schlechter ist, dann fällt das von hinten weg. Das ist ein bisschen eine Mühe. Eine kleine Mühe. Einen Mu, einen Mäh. Das ist auch nicht wirklich. Das auch nicht wirklich. Was bringt denn das meiste Geld? 11, 9, 9, 8, 11. Die Zwerge beim Feuerherz müssen sich auf einen Angriff vorbereiten. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir uns auf den Angriff der Orks vorbereiten können. Es ist noch Zeit für Vorbereitungen und wir müssen das Beste daraus machen. Begibt euch zum Weg der Schmiedemeister in den Silberzinnenadern und helft den Zwergen, die im Feuerherz arbeiten. Dort könnte der Feind am heftigsten zuschlagen, falls Masok über die Bedeutung dieser Schmieden für unseren Widerstand unterrichtet wird. Stutkel hat dort das Kommando. Geht mit meinem Lob für eure Verdienste zu ihm. Alles klar, machen wir mal. Ist nur in der Vitalität schlechter. Echt? Aber die ist doch wichtig. Vita ist doch mein Steckenpferd hier. Wichtig. Und Beweglichkeit ist sehr wichtig. Den Rest kann ich vergessen. So, nehmen wir mal wieder die übliche Abkürzung. Stutke. Ach ja, hier waren wir neulich doch. Ja, genau. Das haben wir doch neulich schon mal erkundet. Kann ich hier reiten? Nein. Aber ich kann schnell laufen. Kann ich hier die Karte einmal kurz aufdecken? So. Einmal kurz hier überall entlang. Zumindest so grob größtenteils mal aufdecken. Brotte rühnt das aber. Das ist drin gerade gehört. Ach, hier gibt's. Ah, hier gibt's keine Treppe runter, okay. So, ich gucke jetzt gerade nur auf die Minimap. Ich finde es immer schöner, wenn die Karte aufgedeckt ist und man weiß, wo man hinkommt und hin kann und sowas. Früher ging das auch bei den normalen Karten, also hier so Auenland und Breeland und sowas. Die musste man erst aufdecken, ganz früher. Aber das hat man schon mal, ja, dann irgendwann sein lassen. So. Ist noch auf diese Seite. Da waren wir ja teilweise schon. So. Ist jetzt weitestgehend aufgedeckt. Ja, das, die wichtigen Teile. Hier hinten ist es eigentlich gar nicht so wichtig, aber kann man auch nochmal mitnehmen. Es ist zumindest so weit wie möglich aufgedeckt.
Okay, jetzt habe ich doch die ganze Karte aufgedeckt. Naja. Einfach, weil es schöner aussieht. Oder? Jetzt sieht es doch wenigstens einigermaßen gut aus. Hier muss ich noch einmal nach vorne laufen. So. Jetzt sieht's gut aus. So, Stuttkell. Mit eurer Hilfe sind wir zu allem bereit. Dann ist das Gerücht wahr, dass die Orks einen großen Angriff gegen uns planen? Das hatte ich befürchtet. Ich brauche Bosis Empfehlung nicht, um zu wissen, dass wir euch zu großem Dank verpflichtet sind. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten wir immer noch keinen Zugang zum Feuerherz. Tja. Mit eurer Hilfe sind wir zu allem bereit. Guck, schon sind wir bei Kapitel 3. Aber da hinten ist noch ein Fleck. Ja, ja. Wie beim Putzen. Da ist noch eine Stelle und da auch noch und hier ist auch noch nicht sauber und hier erst recht nicht. So. Okay, so. Mein Leutnant wird euch sagen, wie ihr uns am besten bei den Vorbereitungen helfen könnt, Dodaker. Ich würde Ring Starkhammer mein Leben anvertrauen. Fragt ihn, was getan werden muss und erledigt es. Wir im Feuerherz werden bis zum bitteren Ende den Orks standhalten. Und wenn dann alles verloren scheint, werden wir das Tor schließen. Das werden wir allerdings nur in höchster Not tun. Helft Ring bei den Vorbereitungen unserer Verteidigung, damit wir den Zeitpunkt, an dem wir das Tor schließen müssen, möglichst lange hinauszögern können. Ja, dann machen wir das doch. Ist der gleich hier unten? Nein. Ja, hat mich wieder eine Wille am Chat. Ich treffe nix. Er hat mich wieder eine Weile am Chat. Ich treffe nix. Hä? Ich versuche gerade den Satz zu entschlüsseln. Also entweder fehlen da wichtige Buchstaben oder keine Ahnung. Oder Wörter, ganze Wörter. Sorry, Deutsch treffe ich auch nichts mehr. Ja. Ah, heiß, das ist hier. Genau, ich dachte doch, hier waren wir neulich schon mal. So. Freund von Bosi. Aber wo ist denn der Gute? Ja, du hast mich wieder eine Weile im Chat. Ich treffe nichts mehr im Trainingsbereich. Ah, okay. Gut. Ich habe das mit dem nichts treffen, das habe ich schon verstanden gehabt, aber der Rest hatte dann irgendwie in dem Zusammenhang keinen Satz, keinen Sinn ergeben. Ja, das versteht man jetzt. Das habe ich jetzt verstanden. Jetzt sind wir wieder hier. Aber ist der Typ überhaupt hier? Nee, der ist bei der Silberzinnenader. Hallo? Ach, das ist bei der anderen Seite raus. Okay. Danke. Super Nummer. Nein, hier kann ich natürlich keinen Reiter benutzen. Ja, also das hat man jetzt wunderbar verstanden. Ohne Schwierigkeiten. Und wir sind auch fast schon Level 60. Ich glaube, das werden wir heute noch erleben, das Level 60. Wir haben noch ein paar Aufgaben vor uns. Wie gesagt, Kapitel 3 von 9. So, hier müsste der jetzt aber stehen. Ja. Aber hier steht keiner. Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht finde ich ihn dann. Ich schiebe jetzt einfach mal die Schuld auf die Flasche, die neben mir steht. Ist zwar eigentlich noch zu früh, aber was soll's. Ich bin raus, ich bin nicht betrunken. Hä? Was? Was will der denn? Und weg ist er. Guten Durst, aber nicht zu viel. Ja. Dem kann ich mich nur anschließen.
Ja, hä, wo ist der jetzt, der Typ? Ich hasse das. Wenn Questgeber sonst wo stehen, man, der könnte auch ganz da oben stehen und du weißt es einfach nicht. Ich bin nicht betrunken. Ich kann noch genau geradeaus auflaufen, wenn ich W drücke. Nein, ich habe mich nicht verlesen. Das muss man so sprechen. Wie kommen wir jetzt dahin? Ich kann auch gar nicht betrunken sein. Das ist erst die erste von 6 Flaschen. Das Ding muss kaputt sein. Jetzt mit dem? Hallo, hier bin ich. Ach, stirb halt. Was ein Typ. So. Moria-Spiegel? Ach ja. Neues Licht auf den Gleisen. Nein, nein, hab ich nicht vor. Wo ist denn der Typ jetzt? Ich raste aus. Mal dieses NPC-Gesuche in Moria. Bin auf der falschen Seite. Was will denn jetzt dieses Glühwürmchen hier? Komm, steck ich einen Stab hinten rein, habe ich unendliches Licht. Er greift mich bestimmt auch an der Knirsche. So. Bin aber noch nicht weit genug drüben. Die Trainingsbots cheaten, die weichen immer aus. Die sind intelligenten, passen sich an. Ach so. Wo ist denn dieser Typ bitte? Kann doch nicht wahr sein. Wie hat er das denn überlebt? Das geht aber nicht. Davon steht nichts in meinem Arbeitsvertrag. Was? Quorik-Dick? Die Halbnackte? Die Hartnäckige? Achso. Ich dachte schon, was gibt's denn hier für neue Titel auf einmal? So, wo ist denn bitte dieser Typ? Da drüben kann er auch nicht sein. Also ich gucke ihn quasi jetzt an. Aber da steht keiner. Die halbnackt. Ja, stand das da nicht? Das ist das Kleingedruckte in der unsichtbaren Tinte. Ja, so in etwa. So, wo bin ich jetzt nochmal rausgekommen? Muss ich jetzt... Das ist das Dumme. Ich weiß nicht, muss ich jetzt rauf oder runter? Steht der quasi jetzt über mir, der Typ? Steht der da oben? Muss es jetzt schaffen, irgendwie da raufzukommen? Oder steht der unter mir? Und ich muss runter. Ach. Deswegen mag ich Moria nicht. Man erkennt nicht... Man könnte ja wenigstens so einen Pfeil hoch oder runter machen. Da reinmachen. Aber wie komme ich jetzt dahin, auf diese Plattform? Was ist der hier? Ring? Nee. Nein. Der ist das nicht. Ich glaube, der war unten. Lauf als erstes hoch. Der Weg nach unten geht schneller. Ist meistens nur ein Schritt. Ja. Und jetzt bin ich wieder ganz woanders. Nee, bin ich nicht. Schon richtig hier, glaube ich. Also zumindest da, wo ich jetzt gerade hin wollte. Für den Moment. Ach, was will der denn jetzt? Oh.
Ach, falscher Knopf. Scheiße. Ein Feueröl. Zu viel verbraucht. Das hätte nicht sein müssen. So, jetzt hier. Und dann? Komme ich denn da jetzt geradeaus? Ich verstehe es nicht. Muss doch da jetzt drauf, oder nicht? Sei ruhig. Wie komme ich da jetzt hin? Aber ich sehe auch kein NPC oder so da oben stehen, ne? Also nix. Ich glaube, es ist doch unten. Ja, lach nur. Ist eh schon tot. I believe I can fly. I believe you can fly, also. Wer hat es gesagt? Weiß nicht. Hat das jemand gesagt? Offi, kannst du dich da an was erinnern? Könnte auch immer noch auf dieser Zwischenebene sein. Dass der Typ unten ist. Ja, weiß ich nicht. Hat das jemand gesagt? Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich erinnere mich, wer bist du? Wo könnte der jetzt stehen? Eher in der Richtung doch, oder? Aber dann trotzdem da runter. Ach. Kann ich hier reiten? Ach, ich kann reiten. Bin dein schlimmster Albtraum. So. Du tauchst also bei anderen Männern in den Träumen auf? Ich verstehe. Du bist eine leere Flasche, Alter. Habe ich mich gerade erschrocken, weil er auf der anderen Seite von diesem Gefäß rumläuft. Boah. Das hier jetzt die vergessene Schatzkammer. Da will ich doch gar nicht hin. Guck, hier ist keiner hier unten. Der ist doch da eh nicht drin. Guck, sag ich doch. Das ist wieder eine Inni. Der ist da nicht. Wo ist dieser verdammte Zwerg? Nein. Ich mach die Flaschen leer. Die Flachen? Ich mach die Flachen leer. Verdammte Zwerg. Wo ist dieser Zwerg? Kann doch nicht wahr sein. Und warum kann ich nicht zu dem hinporten? Da die Tür. Hier kommen wir doch her. Da war der nicht drin. Guck. Großbinge. Ich gebe dir die Angefangene und versteck mich dann mit der Vollen. Hier ist keiner. Wir sind jetzt hier. Wir kommen jetzt hier wieder gleich zu dem Ofen.
Cookies, wird sehr heiß. Jetzt guck ich hier mal. Nee, die heißen alle Minenbauer und sowas. Wo ist denn der Typ? Muffy. Der ist das aber nicht. Nee, so haben wir aber nicht gewettet. Bitte was? Warum ist der auf der Karte so scheiße markiert? Wieso ist hier keine Markierung? Der hat gesagt, der steht draußen vor der Tür. Hat er gesagt, oder? Also gehe ich raus vor die Tür und guck, da steht keiner. Meine Güte. Spiel 1 oder 0. Das Spiel ist schon längst bei 10 Punkten. Ich brauche da jetzt mal einen anderen Schluck drauf. Flasche. So. Ich glaube nicht, dass Herr Balin noch am Leben ist. Sieht Bilvis Läufer im Wasserwerk? Ernsthaft? Dafür spreche ich den jetzt richtig idiotisch. Also ihn, als ob er idiotisch wäre. Bilvisse können sich schnell bewegen, wissen sie wollen, wenn sie wollen. Diese üblen Kreaturen sind zwar nicht sonderlich intelligent, so wie ich, können aber viel Schaden anrichten, wenn sie ihre Angriffe koordinieren. Wenn wir ihre Kommunikation unterbrechen, wären sie weniger effektiv beim Organisieren eines ernsthaften Angriffs auf das Feuerherz. Wenn Sie verstehen, Kundschafter haben berichtet, dass sich Bilvisläufer im Wasserwerk aufhalten und dort herumlaufen, schwimmen und kriechen und krauchen. Wenn ihr viele dieser Läufer besiegt, werden sie nicht so leicht in der Lage sein, den Zeitpunkt ihres Angriffs abzustimmen. Wenn Sie verstehen, je mehr Zeit wir für den Bau von Barrikaden und anderen Verteidigungseinrichtungen haben, desto besser werden wir uns schlagen. Diese Zeit erkaufen wir uns, indem wir die Kommunikationswege der Bilvisse im Wasserwerk unterbrechen. Oder einfach im HDRO-Store. So ein blöder Arsch. Ach ja, das war die Quest. Ja! Genau, erinnere dich doch! Das ist... Besiege Bilvis Läufer im Wasserwerk. Halt. Wo war das Wasserwerk jetzt? Das Wasserwerk war hier. Heißt das Wasserwerk? Der verrottete Keller. Ich lauf doch da jetzt nicht. Pff, als ob ich da hinlaufe. Nix da. Könnt mich mal. Lass mich die ganze Zeit hier irgendwie suchen und jagen. Der nächste, der mich hier rumhaut. Sag mal, geht's noch? Was ist denn los? So, wo komme ich jetzt da hin und wie? Ist eine Treppe. Ja, schon mal gut. Auch eine Treppe. Ja, sehr schön. Es war zumindest ein Aufzug da, ist auch in Ordnung. Eigentlich war es nur ein Abzug. Ging ja nur nach unten.
Abzug in der B-Note. Hä? Wir sind im Wasser gelandet. Wie kannst du dem Wasser die Beine brechen? Vor allem, wieso du? Die Ziege ist doch schon verschwunden, das reicht doch schon. Samana-Sardamanda. Wurmbezwinger. So. Schnarch. Jetzt. Volle Elle, jawohl, Tempo, juhu. Diese Wasseranimation finde ich cool. So, Feuerechse. Mich direkt in den Rachen geschossen. Weg. Bilwisse? Halt, da war schon Bilwiss. Das war Nummer 1. Hier müssen ja noch mehr rumlaufen. So. Ist aber blöd, dass man dafür immer ruhig stehen muss. Naja. Jetzt beim Schwimmen wäre das zum Beispiel super gewesen. Naja. Der läuft direkt schon weg, der hat mich gesehen. Wollte gerade wieder abhauen, aber nicht mit mir. Nee, kann ich mal so aufladen. Was will die denn jetzt hier, diese Schildkröte? Was? Kann ich auch im Flug noch Blatt machen? Siehst du? Da laufen sie doch. Sieht das von hier aus schon. Da 3 von 5. Und da läuft 4 von 5. Sehr gut. Und noch 5 von 5. Der läuft doch hier bestimmt auch irgendwo rum. Wo läuft er denn? Hä? Wo kommen die jetzt schon wieder her? Sage mal. Dumme Schildkröte. Glaubt ihr auch noch, sie könnte gegen mich gewinnen? So ja nicht. Da ist er. Unsere Nummer 5. Und sie haben gewonnen. Sehr schön. So, diesmal können wir zu importen. Warum nicht vorher? Weil man sich dachte, ach, der steht ja eh im selben Raum. Dann sag mir das doch, dass der um die Ecke steht. Und nicht vor der Tür. Gäbe es hier kein Mithril zu finden, wäre ich bestimmt nicht hier. Ja, sondern vor der Tür wahrscheinlich. Gut gemacht. Die Bilwisse sind jetzt sicherlich verwirrt und werden für einige Zeit Schwierigkeiten haben, einen effektiven Angriff in die Wege zu leiten. So, sehr schön. Legendäre Waffe aufgestiegen. Das reicht noch nicht. Und das hier auch nicht.
Guck mal, das ist doch jetzt genau beschrieben. Sprecht mit Stottkel im Feuerherz, abseits des Weges der Schmiedemeister. Also ich könnte sogar zu ihm hinporten. Beim Feuerherz werden wir lange bestehen. Ich habe bereits gehört, was ihr vollbracht habt. Ihr wart eine sehr große Hilfe bei der Vorbereitung unserer Verteidigung. Hab Dank, obwohl ich mich schon frage, ob es die Orks überhaupt wagen werden, uns anzugreifen. Bestimmt nicht. So. Was nehmen wir denn hier mal? Das Band der Kraft würde ich gerne noch behalten. Ein bisschen zumindest noch, bis ich wenigstens beide ersetzen kann. Und nicht immer nur einen. Ich glaube, den O-Ring können wir ersetzen. Den der Hochelben natürlich nicht. Weil der levelt ja mit. Von der Ausrüstung hätte ich gerne noch mehr. Ich weiß nicht, gibt es die auch noch woanders im Spiel? So ein Zeug, das quasi mitlevelt. Das hätte ich schon sehr gerne mal. Ich nehme jetzt erstmal den O-Ring. Herr Bogur kann in der 21. Halle gewiss eure Hilfe gebrauchen. Klar. Können sie immer. So, hier ein bisschen Ruf erst uns mal holen. Und den ganzen Rufdinger weghauen. So. Können wir das hier noch aufdecken? Und das hier ist dann der O-Ring. Ja, den richtigen ausgetauscht, sehr gut. Okay. So. Das Feuerherz ist für den Krieg bereit, Dudaka. Wir haben mit der Herstellung hochwertiger Ausrüstung für die Verteidiger und mit dem Bau starker Barrikaden begonnen. Vieles war nur dank eurer Hilfe möglich. Aber wir dürfen die 21. Halle auf keinen Fall an die Orks verlieren. Ihr müsst zu Brogo in der Kammer der Führung zurückkehren und ihn ebenfalls unterstützen. Die Orks werden über eure ausgezeichnete Verteidigung sicher überrascht sein. Ich wette, dass sie davon ausgehen, uns überrumpeln zu können. Ja, wir beeilen uns mal zu Progur. Da ist der leichteste Weg. Eine Abkürzung. Ins Feuer. Hey. Kann ich da nicht reinhüpfen? Jetzt sah es wenigstens so ähnlich aus. Das ist Progur. Ach, das ist Progur. Genau. Diese ständigen Verteidigungskämpfe sind ermüdend. Schlagen wir die Schlacht auf feindlichem Territorium. Hätte ich den denn nochmal gesprochen? Das war hier, Na? Es sind zu viele Charaktere, zu viele Zwerge, die ich zu ähnlich spreche. Hat sich den denn gesprochen? Ihr kehrt zu mir zurück. Ach nee, das war der, warte mal, das war... Ihr kehrt zu mir zurück und gerade rechtzeitig zur Vorbereitung unserer Verteidigung. Und nicht nur das, denn ich werde hier nicht tatenlos herumsitzen, während die Orks ihre eigenen Vorbereitungen treffen. Wir werden ihre Zahl dezimieren. Während wir uns auf die Verteidigung von Selemelek vorbereiten. Oder so ähnlich habe ich den gleich. Knapp sein, also beeilt euch! Wenn die Orks angreifen, wird unsere Verteidigung bereit sein, aber wir würden uns wesentlich sicherer fühlen, wenn wir mehr Barrikaden hätten. Mir ist schon klar, dass Stuttkel und die Handwerker im Feuerherz alle Hände voll mit ihrer eigenen Verteidigung zu tun haben. Wir können sie nicht noch mehr belasten. Nein, wir müssen selbst Eisenstangen und Holzlatten für den Bau unserer Barrikaden sammeln.
sucht in den lodernden Tiefen nach diesen Gegenständen und dezimiert dabei die Zahl der Gashai. Der Gashai. Ja, dann machen wir das doch mal. Jetzt können wir hier nochmal was ausgeben. So. Feuerherz. Lodernden Tiefen. Anazemhekem. Vielleicht können wir da ja hinreiten, am Stallmeister. Mal gucken. Der müsste ja gleich hier vorne irgendwo sein. Diese Hallen werden wieder in alter Pracht erstrahlen. Mist, können wir hinreißen, sehr gut. Eisenstange und Holzleisten. Wir können es uns ja leisten. Das ist gar kein Port, das ist eine normale Reise. Ah, na dann. Ich dachte, das wäre eine Schnellreise gewesen. War immer schön zu sehen, welche Gegner man sich so gespart hat in der Zwischenzeit. Und schon sind wir bei Kapitel 5 von 9. Das geht dann doch manchmal schneller als gedacht. Ob wir da heute auch nochmal ankommen? Die große Halle Durins. Also diese Größe ist auch, wie gesagt, ich finde die echt beeindruckend. Vor allem, wenn man dann da halt mit so einem kleinen Hobbit rumläuft. Dann ist das auch noch mal mehr beeindruckend. Hä? Was macht der? Wie ist denn der jetzt geritten? Also an manchen Stellen frage ich mich echt, wie der da reitet. Überleg mal die arme Putzkraft, die da sauber machen muss. Ja. Ich habe die Halle der fließenden Wasser entdeckt. Da ist gerade ein Stall... Upala. War das da ein Stallmeister hinter uns? Nee. Hier geht's erst zu den lodernden Tiefen dann rein. Und da wird es zum Wasserwerk weitergehen. Tja. Ja, also putzen möchte ich da auch nicht gerne drin. Das ist wohl wahr. Ihr habt Usbad Bakan entdeckt.
Aber gibt's bestimmt. Brauchst du nur einen guten Kontakt zu einem Zauberer, der macht dir das schon sauber. Wie so ein Formel-1-Auto gerade um die Kurve. Miau. Die Kurve noch leicht geschnitten. Beziehungsweise ein bisschen zu weit genommen, nicht geschnitten, aber ein bisschen zu weit genommen. Ach, was alles unter die Treppen kehren. Ja. So, so. Dafür hat man also die Teppiche zu Hause liegen. So, was schmutzig war hier noch nie. Ich glaube, wir sind da. Ja, wir sind da. Es ist an der Zeit, die Orks aus unserem Königreich zu vertreiben. Die lodernden Tiefen. Anasarm Mekem. Anasarm Mekem. Ja, Tat verliehen gibt wieder... Ne, gibt noch keine 10 Punkte. Ist erst ein Teil davon. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier entlang. Ja. Das sind tatsächlich wieder so Köpfe. Hadad Miser. Hadad Miser? Oh, Holzleister. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Der hält doch bestimmt eh nichts aus. Ah, sag ich doch. Sehr schön. Dann haben wir schon mal die erste Holzleiste. Können wir direkt schon mal mit einem Brett vorm Kopf rumlaufen? Ich hab keine Taschen, wo soll ich die denn hin tun? Ach, da. So. Ach, 8 Stück. Hab ich Teer oder was schwimmt da? Der Zwerg. Der bringt mir so nichts. Hä? Achso, da weiter rein. Okay. Falsch gelaufen. Guck mal, da sind jetzt auch Eisenstangen. Siehst du, sehr gut. Ich komme nicht weiter an die Wand, doch. Der Bogenschütze könnte mich sehen, tut aber nicht. Aber der. Da ist er mit einem Knall umgefallen. Davon hätten wir jetzt auch schon mal 2. Toll, da liegt auch eine Holzstange und auch Holzleiste und eine Eisenstange. Dann machen wir doch gerade einmal beide fertig. Dann können wir die ganz einfach einsammeln. Hustultafeln. Aha. Hey, was jetzt? Der läuft da hin, dann läuft er nicht hin, dann doch. Kann sich auch nicht entscheiden.
So, den. Und den jetzt auch noch. Hä? So. Schon haben wir die Hälfte bereits gefunden. Aber auch erst die Hälfte. Da hinten ist noch eine Holzleiste. Da sind sogar zwei Holzleisten, ist auch gut. Zu. Nix. Guck mal, da oben liegt auch Nummer 7. Und Nummer 8. Dann haben wir ja dann auch noch ein paar Eisenstangen, das ist sehr schön. Dann haben wir doch alles in einer Ecke gesammelt, das ist doch super. Huch. So, Holzleisten hätten wir damit dann auch fertig. Ja. Dann gucken wir mal noch nach 3 Eisenstangen. Da liegt noch eine Eisenstange. Keine, aber da. Oh, falscher Knopf. Ich dachte, das wäre der zum Aufladen. Ich dachte, der wäre schon tot, der andere. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Na gut. Also, 2 Stück noch. Da liegt die Nummer 7. Und da die Treppe hoch, die Nummer 8. Sehr gut. Und Nummer 8. Und fertig. Was? Wieso habe ich das nicht... Wieso konnte ich das nicht einfach gleich machen? Ich habe die doch eh schon nebenbei getötet. Was soll das denn? Ich habe doch bestimmt schon... 6 Stück von 20. Ach, das ist doch erbärmlich. Wer bastelt denn solche Aufgaben? Das könnte man sich zum Beispiel wieder von SWTO angucken. Da hat man diese 20 Stück als Bonusaufgabe nebendran gemacht und da du eh schon die auf dem Weg sammelst, hättest es halt einfach nebenbei mitgemacht. Aber so? Ja, so ist doch ätzend. Also so ist doch wirklich ätzend, oder nicht? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also da finde ich die Aufgaben, wie es bei SWTOR gemacht ist, dann tatsächlich sinnvoller. Wieso ist denn noch nicht platt? Hallo? Nur so ein billiger Hauptmann. So. Das sieht ja hier auch lustig aus. So, 6 Stück. Also da muss ich ehrlich sagen, das geht besser. Das geht wirklich besser. Sonst kann ich mich ja nicht viel über das Spiel beschweren eigentlich. Aber Aufgabenführung kann man besser machen. Heutzutage. Schlimmer geht's immer. Ja, gut, das mag sein. Irgendwelchen Grinding-Games, klar geht das dann noch schlimmer. Aber wie gesagt, gerade wenn ich doch sowas schon zu Teilen eh gemacht habe, weil ich sonst gar nicht an das Eisen und das Holz drankomme, macht das doch mehr Sinn, wenn man unbedingt meint, man müsste das mit dabei haben, dann halt gleich so als Nebenaufgabe schon gleich runter oder so. Aber das Spiel ist doch auch schon uralt. Naja, das Add-on ist von 2008.
Also, so uralt ist das jetzt noch nicht. Nee, doch 2008, glaube ich, ja. Ich benötige dein gültiges Ziel, steh auch vor mir. Hä? So. Ziel? Das Ziel ist bereits tot. Was denn jetzt? Was will der von mir? Na. Jetzt haben wir 2017. Ja, gut. Also insgesamt, das Spiel ist jetzt schon 10 Jahre alt. Im Spielalter ist das uralt. Das mag vielleicht sein. Apropos, ich könnte hier eigentlich... Nee, noch nicht. 9 Jahresrahmen. Habe ich nicht im November angefangen? Ich meine, ja. Im November 2017 habe ich angefangen. Aber gut. Ich kann nicht mehr sagen, wann. Es kann auch erst Dezember gewesen sein. Das müsste ich mal irgendwo nachgucken. Das müsste, glaube ich, beim Account dabei stehen, oder? Na, ich weiß es nicht ganz. Jetzt laufen wir dieselbe Strecke einfach nochmal ab. Und haben all die, die wir brauchen. Ziel nicht in Sichtweite? Hallo? Das gibt's doch nicht. Also hier in der Höhle sind gerade eh irgendwie Fehler. Und sie haben Moria doch erst überarbeitet. Also es ist ja nicht... Was heißt erst? Aber sie haben Moria schon überarbeitet. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Und es war früher noch dunkler. Noch verwirrender, noch... Keine Ahnung. Die Quests haben einen nicht von A nach B geschickt, sondern... Man war bei A und musste sich dann B suchen. Aber naja. So. So, den einen noch. Und dann haben wir sie alle. Hätten ja schon fertig sein können. So. Und diese Abkürzung hier genommen. Und schon sind wir wieder bei Proko. Meine Zwerge werden damit beginnen, die Barrikaden aufzubauen. Diese Materialien kommen uns sehr gelegen, Dodaka. Aber ich bin noch mehr ermutigt von dem Schaden, den ihr den Gashai zugefügt habt. Mein Neffe wollte mit euch über etwas reden. In meiner Freude über euren Erfolg gegen die Gashai, hätte ich fast vergessen, dass mein Neffe Bori euch sprechen möchte. Er will mir nicht sagen, weshalb er so aufgeregt ist, aber ich bin froh zu sehen, dass er den Mut nicht verliert. Ich habe ihn nicht so gut gelaunt gesehen seit der Zeit, bevor mein Sohn von dem Wächter im Wasser getötet wurde. Es ist eine wertvolle Lektion, wie wir unseren Kummer in Stärke verwandeln können. Sprecht mal mit Bori über die Stärke der Zwerge. Klar. Guten Tag. Aber erstmal hier. Hua. 10 Lotro-Punkte, Titel gewährt. Freund der Eisernen Garnison. Cool. Wir haben jetzt hier Reiserabatt. Schön. Verbündeter der Wächter der Eisernen Garnison. Händlerrabatt gibt es dann noch. Hier, Wächter der Eisernen Garnison. Gut, Minas Tirith und Dol Amroth, da waren wir noch nicht, aber Minenbauer der Eisernen Garnison, da sind wir Bekannter und Wächter sind wir Freunde, Martum-Gesellschaft sind wir Freunde, Elben von Bruchtal sind wir Freunde. Ja, könnte auch alles auf Max sein, theoretisch. Aber naja. Mein Vater zeigte mir das Buch von Mazabul und darin sah ich etwas Interessantes. Bringt euch die Tafeln in den Räumen ein. Okay, also ne, Kapitel 6 von 9, ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Oh, wie süß deine Rufwette. Ja, ich weiß. Das war meine Anspielung gerade auf, es könnte auch alles schon fertig sein. Wie bei dir. Bori begrüßt euch herzlich und blickt sich dann verschwörerisch um. Ich
glaube, ich bin da auf etwas gestoßen, Todaka. Als ich gestern meinen Vater besuchte, konnte ich einen Blick in das Buch von Masabul werfen. Und ich habe dabei etwas Interessantes entdeckt. Eine Zeile am Ende, die besagt, dass der Zwerg Uin nach den oberen Waffenkammern der dritten Tiefe suchte. Außerdem wurde eine mächtige Axt erwähnt. Glaubt ihr, dass Uin vielleicht nach Siegelburg gesucht hat? Wenn wir die Mithril-Axt Siegelburg finden, könnten wir bei dem bevorstehenden Angriff den Spieß umdrehen. Uin hat sie wohl nicht aufgestöbert, aber wenn er sie gefunden hätte, glaubt ihr, dass Balins Expedition dann vielleicht überlebt hätte? Das werden wir wohl nie erfahren. Begebt euch in das Wasserwerk und sucht in den dortigen Räumen nach Tafeln, prägt sie euch ein und berichtet mir von ihren Standorten. Vielleicht können wir dann die Waffenkammer finden, nach der Uin gesucht hat. Tötet außerdem alle üblen Kreaturen. Wenn ich recht habe, begeben wir uns vielleicht bald noch einmal dorthin. Ja, welche Freude. Juhu, nochmal ins Wasserwerk. Aber ich habe doch meine Badehose gar nicht dabei. Das Rumgeschicke. Moria ist die reinste Pest. Das ist nur Rumgeschicke. Lauf mal dahin, lauf mal dahin und lauf mal dahin. Du wirst nur rumgeschickt. Und zwar nicht... Halt, geh mal hier rüber. Das gibt es zwar auch, aber dann sagen sie es einem nicht, sondern schicken einen erstmal vor die Tür. Werden wieder in alter Pracht erstrahlen. So, Wasserwerk. Komm ich gar nicht hin. Okay, dann anders. Der abscheuliche Schlund. Der verrottete Keller, ja. Dann halt so. So. Und jetzt... erst einmal in diese Richtung. Oder fangen wir mit irgendeinem weiter oben an. Ist vielleicht sinnvoller, oder? Also wenn der schon hier oben ist, dann fangen wir doch mit dem an. Bin ich froh, wenn es aus Moria wieder rausgeht. Ich bin froh, wenn wir Moria hinter uns lassen. Von mir aus auch ist mir der Düsterwald lieber. Keine Ahnung. Da war ich auch noch nicht. Hä? Ach. Immer diese Verarschen. Du guckst auf die Karte, denkst, ach, da muss ich lang. Und dann geht's ja gar nicht lang. Ach, komm. Jetzt stell dich mal nicht so an. Was denn noch? Der war doch schon gebrochen. Was willst du denn jetzt? Tschüss. Oh. Grausame Glühspinne. Glasspinne. Macht man aus denen nicht Nudeln? Wieso komme ich da jetzt nicht drüber? Ach, das ist doch... Ich würde gerne von A nach B laufen können und nicht immer über Z. Kein Wunder, dass sich dann die Leute drüber aufregen und sagen, ich spiele das nicht mehr. Och, komm. Tschüss. Jetzt diese Tafel, Raumtafel da. Was, wo, wieso? Was willst du denn von mir? Ich habe nichts. Ich kaufe nichts. Geh. So, Raumtafel.
Ich laufe einfach weiter, ich ignoriere die. Wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Nur so Matsche. Da kommt man doch durch. So, dann halt hier. Irgendwann lassen sie einen in Frieden. Siehst du? Da vorne. Aber es ist komisch, dass die jetzt nicht verschwunden ist, obwohl wir die ja gerade gemacht haben. Nein, nicht unterbrochen. Tat verliehen? Lups Naga-Bezwinger. Bestimmt nicht. Hopp, hopp, hopp. Ach. Also tut mir leid, dass ich da jetzt vielleicht etwas meckere. Aber wie gesagt, ich habe es auch jetzt schon besser erlebt und ich bin der Meinung, man könnte das in Moria auch alles besser lösen. Mich wundert es dann nicht, dass die Leute sagen, hier, Moria ist nicht das Beste. Och, du Glühwurm. Hat's mich mal. Wir haben uns eh wieder angegriffen. So, und der hätte uns auch angegriffen, deswegen greifen wir ihn zuerst an. Das ist der Überraschungseffekt auf unserer Seite. So, die Echsen greifen uns nicht an, die jaulen einfach nur. Boah, die Spinnen. Oh, Pilz. Hobbits und ihre Pilze. An den Füßen. Ich meine. Halt. Sind jetzt hier schon irgendwie richtig? Nö. Da in die Richtung muss ich. Ach komm. Jetzt. Da ist er doch schon. Da ist er doch schon. Da ist er doch schon. Also der, die Raumtafel. Tür? Was ist für eine Tür? Was ist denn das für eine Tür? Ihr habt die verlorene Schatz gemeindigt. Keine Genehmigung, das zu benutzen. Aha. Na dann. Nicht? Abscheulicher Schlund. Oh, jetzt sind wir hier. Das ist ja überraschend. Zwerge müssen für Zwerge kämpfen. Wir sparen uns so viel Weg wie möglich. Wenn ihr uns meinen, so viel Weg geben zu müssen, sparen wir uns den eben. Oder zumindest das, was wir an Weg sparen können. Halleluja. Ja, ja. So. Sollen sie doch meinen, angreifen zu können? Schaffen sie eh nicht. Der Kratzer kitzelt nur. La 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 la.
bräuchte mal einen Geschwindigkeitsboost während dem Angriff. Jetzt mal, das ist da oben drauf, oder? Wie kommt man da hoch? Treppe, Treppe, Treppe. Treppe, Treppe, Treppe. Treppe. Hä? Was ist denn? Wo ist denn hier die Treppe? Das ist doch garantiert da oben. Das gibt's doch nicht. Warum mag mich das Spiel nicht? Was habe ich ihm getan? Jetzt bin ich schon wieder. Ach, komm, ey. Hallo? Ist nicht euer Ernst. Wo muss ich hin, damit ich da drauf kann? Weil da ist doch garantiert das Ding. Verlorenen Palast entdeckt. Aha. So, aber hier müsste. Da ist doch einer. Gegen die eine können wir jetzt mal kämpfen, weil die ist viel zu nah. So. Aber wie finden wir denn jetzt denn die letzte Raumtafel? Wie finden wir zur letzten Raumtafel? Irgendwo da in dieser Richtung liegt die. Also was wir machen können, schon mal hier diese Treppe runternehmen. So. Und dann ja, hier runter. So. Mal mit dem Wasser mitreißen lassen. Lass mir doch von dem Spiel nicht die gute Stimmung versauen. Hey, Stimmung. Konfetti. Die ich vor dem Spiel noch hatte. Nein. Wie gesagt, das Spiel an sich, ich mag die Story und alles. Aber manches ist dann doch. Also ich habe auch das Gefühl, mich reizt außer WoW, SWTOR und Herr der Ringe Online nichts anderes. Weil ich mir irgendwie denke, das sind genug Universen. Und ich bräuchte dann irgendwie andere Dinge, was? Besiege Kreaturen im Wasserwerk. Auch hier wieder. Warum? Erst jetzt. Ich erledige jetzt hier die ganzen Glühwürmchen. Ich hasse Licht. So. Stimmung, schrie der Duda und warf einen Konfetti. Ein Konfetti. Ja, weißt du, ich will nämlich so gucken. Warte mal, kriege ich den hier auch angezeigt? Ja. So will ich nämlich gucken. Ja, was? Zähle ich denn Sichtweite? Doch genau geradeaus von mir. Bald kann ich das auch. Oh. Wie bald? Jetzt bin ich mal gespannt. Muss noch warten, bis Twitch Prime woanders aufhört, oder was? Also wie gesagt, mit Twitch Prime könnt ihr das ja auch machen. Da könnte es sogar sein, dass ihr
im Grunde ja weniger zahlt. Ihr könnt das ja einfach mitnutzen. Aber es ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr das lieber bei wem anders nutzen möchtet. Hi. Hallo Yoshi. Schön, dass du da bist. So. Ein Winke-Smiley habe ich zum Beispiel auch noch nicht. Den, aber wüsste ich auch nicht, wie ich den machen soll. Hallo? Komm schon, Glühwürmchen. Geht doch. Apropos Glühwein. Offi, vielen Dank. Vielen Dank. So bald. Ja, so bald habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Dankeschön. Das stimmt. Deswegen habe ich den Smiley ja auch extra als erstes gesetzt, weil ich dachte, der ist vielleicht etwas interessanter als meiner. Und das habe ich noch nicht gesagt, aber ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwo da reinschreiben kann, irgendwie dahin bearbeiten kann. Ich glaube nicht. Jeder Abonnent darf sich einen schaltet sich quasi auch den Reward der Begrüßung frei vom Niles, vom Butler Niles. Das heißt, wenn du das erste Mal etwas schreibst, wirst du von ihm begrüßt. Und wir können jetzt zurück zu Bori. Und da kannst du dir gerne, hoppala, da kannst du dir gerne einen Text ausdenken. Und den nennst du mir und ich kopiere den dann da rein. Hast du jetzt den Abo freigeschaltet oder was? Ja, der hat sich jetzt ein Abo geholt. Deswegen haben ja auch gerade alle gejubelt. Finde ich cool. Ich finde das cool, wenn da so ein Jubel kommt, wenn ein Abo ist. Kannst dir gerade nochmal zeigen? Guck, so sieht das dann aus. Ihr könnt ihre Werbung stehen. Ja, genau. Nee, es soll ja schon was sein, was dich begrüßt. Also ich kann dir mal vorlesen, was ich denn schon so habe. Und ich lese die so vor, wie ich der Meinung bin, dass die ausgesprochen werden sollten. Also bei der Elfe kommt immer, ich grüße euch, werte Elfe. Das kannst du natürlich auch gerne noch ändern. Der Dangurin hat sich das auch schon letztes Jahr oder wann irgendwann mal freigeschaltet. Deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt wieder anbieten kann. Ah, Gentleman Dangurin, ich grüße euch. Setzen Sie sich und genießen Sie die Gastfreundschaft von Doda. So, bei der Xandrani, die hat sich das nicht selber ausgesucht, sondern ich. Ich rufe mal einen Big Daddy. Die Little Sister Xandrani ist da. Herzlich willkommen. So. Dann beim Bombardin habe ich... Yeah, 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 the Bombardin is in the house. Das hat er sich auch nicht selber ausgesucht, das habe ich draus gemacht. Beim Katuro kommt... Hallo Katuro, schön, dass ihr da seid. Und bei HDR Online, das ist der Bartbrand hier auf Twitch, guten Tag, der Herr. Wobei, eigentlich muss man sich jedes Mal vorstellen, wenn das kommt, muss man sich das eher so vorstellen. Guten Tag, der Herr. So ein kleiner Insider von uns. Wir finden es lustig. So, nein, ich meine, dass... was ist das? Nein, ich meine, dass du deinen Sub freigeschaltet hast, den ich als... Denn als ich das letzte Mal geschaut hatte, hattest du noch keinen Sub. Ach so, das meinst du. Ja, ich bin jetzt Twitch-Affiliated-Partner, richtig. Oh je. Meinst du wegen dem guten Tag? Ich glaube, das ist es. Ich muss auch sehr sagen, also ich habe Wolfenstein ja noch keinen einzigen Teil gespielt. Aber ich habe jetzt neulich einen, dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Yoshi, vielen Dank. Aber ich habe jetzt neulich ein Lied gehört, was auch bei der Redaktions-, was beim Trailer für die Redaktion, was morgen rauskommt, drinne war. Und
hab das Lied gehört und dachte so, haben die das jetzt veralbert oder haben die das irgendwoher? Dann habe ich mal danach gesucht, House of the Rising Sun, Deutsch. Und dann findet man tatsächlich, dass das zum Soundtrack von Wolfenstein 2 gehört. Also Wolfenstein The New Order jetzt von dem Neuen. Das ist echt sehr, sehr geil. Es steht ein Haus in Neu-Berlin. Es heißt Haus Abendrot. Ja. Und die Musik finde ich lustig. Die hätte ich gerne einfach nur als Instrumental mal gucken. Da muss ich mal noch nachsuchen, ob ich da irgendwas finde. Oh, ich frage mal jemanden, ob er mir das macht. Ist so auf Volksmusik getrimmt, das Ganze. Sehr lustig. So. Ne, über den Musikplayer kann ich das, glaube ich, nicht suchen, oder? Das Dumme ist, dass ich hier selber in Streamlabs in dem, wo ich den Musicplayer und so habe, nicht danach suchen kann. Ich lese jetzt erstmal gerade die Aufgabe vor und die nächste auch und dann mache ich das kurz mal an. So. Willkommen zurück, Dodaker. Erzählt mir von den Kammern, die ihr entdeckt habt. Anhand der Tafeln, die ihr in den einzelnen Räumen gesehen habt, kann ich vielleicht herausfinden, welche Waffenkammer, nach der Eulen gesucht hat, im Buch von Masabul erwähnt wird. Die Mithril-Halle. Ja, ich glaube, das muss sie sein, Dodaker. Wirklich gute Arbeit. Der Sieg ist nah. Ich kann es spüren. Kapitel 7, die versunkene Schatzkammer. Stellt euch vor, wie mächtig wir doch wären, wenn wir Siegelburg aus dem Dunkel der Vergangenheit emporholen könnten. Ich würde keinen Ork-Angriff mehr fürchten, so viel ist mal sicher. Ich habe da so eine Ahnung, bei der Mithril-Halle muss es sich um die Waffenkammer handeln, nach der Eulen gesucht hat. Wenn er sie nur rechtzeitig gefunden hätte, hätten die Zwerge von Balins Expedition vielleicht überlebt. Für sie ist es jetzt zu spät, aber nicht für uns. Wir gehen zur Mithril-Halle und suchen die Waffenkammer. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Es wird empfohlen, diese Aufgabe in einer Gefährtengruppe zu bestreiten. Wenn ihr euch entscheiden solltet, euch dieser Herausforderung solo oder in einer kleinen Gefährtengruppe zu stellen, dann wird euch Inspiration dabei helfen. Ja, das ist nett. So, legendärer Gegenstand. Ja. Kann ich hier da... So. Moment, dann... Huch. Dann mache ich das kurz mal an. Muss mir das aber kurz einmal aufmachen. Ich spiel's nur kurz an. Es ist nur so vielleicht die erste Strophe oder so. Aber ich find's lustig. So, da haben wir's doch. So, einmal so. Und das klingt dann wie folgt. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, und von mir, mein Gott, litt ich Not. Anführer zugehört, ich wäre heute daheim. War jung und dumm, war ein armer Jung, auf den Abweg geführt und gemein. So, das muss reichen. Ja, hallo Iome, Acharet, die Acharet, das weiß ich noch. Hallo, schön, dass du da bist. Wo hatten wir die Musik? Ich glaube, bei 70, 80? Ich glaube, bei 70. So, Zugabe. Ja, kannst du dir auf YouTube anhören. Ist sehr lustig. Ich wollte jetzt nicht komplett hier abspielen. Der Smiley vom Yoshi ist auch lustig. Aber Offi, was sagst du zu dem, den ich erstellt habe? Der hat was, oder? Es
Zwar irgendwie erschreckend vielleicht auch, weil er Haare hat, aber irgendwie ist er lustig. So. Ich brauche eure Hilfe. Also wie gesagt, du kannst dir gerne noch was aussuchen zur Begrüßung, was der Konfetti. Einfach genial lustig. Meinst du jetzt den Smiley oder das Lied? Der Yoshi hat scheinbar auch schon irgendwo ein Abo. Bei Syro, keine Ahnung, wer das ist. Aber gut. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau. Der haarige Smiley. Ach so, ja. Gut. Freut mich. Ja, war mal was anderes. Ich wusste nicht, wie ich noch irgendwie passend zu Weihnachten. Ja, das stimmt. Der Smiley ist tatsächlich passend zu Weihnachten, den du da gerade gepostet hast. Nee, aber ich dachte mir, ich brauche auf jeden Fall einen XD-Smiley. Und mir ist nichts anderes eingefallen. Ich dachte, wie kann ich es noch irgendwie individuell machen? Dann so. Zeichnen kann ich nicht. Dann muss das so gehen. Naja. Genau, und dann quasi noch ein Kappa von mir und das dritte ist Lembas. Ich zeig die gerade nochmal alle. Das ist der eine, das ist der andere und das ist der dritte. Das sind die drei. Die drei Smileys, die man, oder Emoticons, oder wie auch immer, die man kriegen kann. Bei mir. Ich glaube, beim günstigsten kriegt man halt nur den ersten. Beim mittleren Abo kriegt man die ersten zwei und beim dritten kriegt man halt alle drei. Wie ist das Spiel eigentlich so? Die bekomme ich bestimmt auch noch. Das ist dir überlassen. Ich nötige niemandem zu irgendeinem Abo oder irgendwas. Ich freue mich über die Unterstützung auf jeden Fall sehr, aber ich nötige niemanden dazu. Ich würde die auch gerne anders zur Verfügung stellen, aber geht nicht. Es ist auf Twitch leider nicht anders möglich. Leider. Aber Offi, du kannst den jetzt auch auf dem Discord benutzen, weißt du das? Du kannst den Smiley jetzt auch auf dem Discord benutzen. Also zumindest auf dem Fevkorb-Discord. Jäger und Sammler. Ah, verstehe. So, wie ist das Spiel eigentlich so? Ja, gute Frage, dazu kommen wir jetzt wieder. ich finde das Spiel im Großen und Ganzen eigentlich super. Es gibt nur ein paar Sachen, die mich jetzt hier an dem Buch ein bisschen gestört haben. Aber naja. So, jetzt kommen wir mal zu der Inni. Jetzt haben wir schon drei Stunden gestreamt. Überleg gerade, ob wir eine kurze Pause machen. Wollen wir eine kurze Pause machen? Oder geht's noch? Na gut, die Acharet ist jetzt gerade erst gekommen. Der Yoshi ist ja auch recht neu gerade erst dabei. Aber der Offi ist zum Beispiel auch schon länger dabei. Pause? Kurze, so? Bis 10 nach oder sowas? 7 Minuten? Wäre das in Ordnung? Wäre der da dabei? Wäre den spitzen Stein gestolpert? Hä? Was? Über den spitzen Stein gestolpert? Welcher spitze Stein? Ich guck grad nicht mit. Weiß grad nicht, was du meinst, Offi. Aber wie gesagt, ich würde tatsächlich gerade einmal sagen, wir machen eine kurze Pause. Und machen den Rest dann danach. Wenn du halt unbedingt mal musst, dann kannst du das sagen. Du, dafür kreidet dich keiner an. Na, unbedingt müssen tue ich nicht. Also müssen tue ich nicht. So ist es nicht. Aber ich dachte nur für euch, wenn ihr mal müsst, dann hättet ihr eine kurze Pipi-Pause bekommen. Aber dann trinke ich jetzt einfach so nochmal was. Ich hab eben gelispelt. Ich lispel doch nicht. Wer lispelt denn hier? Ich doch nicht. Bin doch keine alte Frau. Oje, noch ein Insider. Ah, den erkläre ich jetzt aber nicht. Ich bin eine alte Frau. Ich sage ja, den erkläre ich jetzt nicht. Tut mir leid, das geht nicht. Der ist zu privat.
Pipipause, ein echter Gamer hat... Nein, kein Katheter. Geh mir weg damit. Das sind ganz grausame Erfahrungen. Kann ich gleich mal erzählen, wenn wir in der Ich brauche sind. Eure Hilfe. Ganz grausam. Ganz, ganz grausam. Dieses Abenteuer mag kein Kinderspiel sein, doch wenn wir Siegelburg in den Tiefen von Gangaraf finden, wird das alle Mühsal wert sein. So, die Info hatten wir eben schon. So. Ah. In den überfluteten Tiefen Morias ging die große Axt Siegelberg verloren. Nur wenige versuchten sie zu finden. Und noch weniger kehrten von einer solchen Suche zurück. Wer kann jetzt noch die Schatten herausfordern, die in den dunklen Hallen der Tiefe lauern? Das ist eine gute Frage. Ja, oder ein Stuhl mit Loch und Eimer. Genau. Sind wir jetzt da, wo ich glaube, dass wir waren? Sag denn nicht mal, die Sau. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind bei der Tür, wo wir eben nicht durchgekommen sind. Bin ich mir eigentlich sehr sicher. Buri. So. Wenn ihr und eure Verbündeten, ämmert euch, die überfluteten Durchgänge freimachen könnt, die nach Gundlajan und Gangaraf führen, könnten wir die Waffenkammern finden, von denen das Buch von Masabul berichtet. Kann es sein, dass Siegelburg noch immer dort ist? Ich hoffe es, Dodaka. Nach den Aufzeichnungen, die ich studiert habe, errichteten Zwerge hier große Vorrichtungen, um die Durchgänge zu verschließen, als die Gretböck zu zahlreich wurden. Ihr werdet euch diese Kreaturen erwehren und die Bedienung der Vorrichtung in Erfahrung bringen müssen, um den Weg freizumachen. Ich folge euch, sobald ich die Karte dieser Orte entziffert habe. Sie ist sehr verwirrend, doch wir müssen stets genau wissen, wo wir uns befinden. Das ist richtig. Ich werde euch folgen, sobald ich kann. Macht den Weg durch die Tunnel frei, wenn es euch möglich ist. Mir ist gerade wieder die Szene aus South Park eingefallen, aus der WoW-Folge. Mama, tschüss. Ja, genau. Ich muss kacken. So, dann machen wir uns hier mal auf. Ich glaube, das Steinrad müssen wir gar nicht bedienen. Sondern wir kommen so dorthin. Oder auch nicht. Hä? Tauchen. Tauch mal. In Herr der Ringe online tauchen. Schön wär's. Muss ich doch das Steinrad benutzen? Ah ja. Vom Fuß der Treppe dringt ein Grollen hoch, als die Wand nachgibt. Natürlich. So, bezüglich des Katheters. Muss ich... Ja, ein bisschen in meine Vergangenheit. Und zwar habe ich als Jugendlicher, ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere das auch, es gibt so eine Art Jugendepilepsie. Wodurch die ausgelöst wird, ist bei jedem so ein bisschen anders. Bei mir konnte man es nie wirklich herausfinden. Eine Vermutung war, dass der das Gehirn schneller gewachsen ist als der Schädel. Einfach dadurch Grundschule zur weiterführenden Schule und dann wird da ja deutlich mehr verlangt und mehr Wissen mitgeteilt. Zumal ich ja dann auch aufs Gymnasium gegangen bin erstmal. Also fünfte und sechste Klasse. Und demnach kam mehr Wissen dazu, als es vielleicht ursprünglich verarbeiten konnte oder keine Ahnung. Genau, weiß ich das auch nicht. Auf jeden Fall gehe ich immer nach dieser Vermutung, das Gehirn ist schneller gewachsen als der Schädel. Ich wusste, Schule ist schlecht für die Gesundheit, genau. Und als ich meinen ersten Epilepsieanfall hatte, ganz normal, wie das halt so ist, ne, mit Krankenwagen und allem dann ins Krankenhaus gekommen. Und als ich aufwachte, war ich erstmal auf der Intensivstation, wo auch sonst. Und dort dann, weil man ja nicht wusste, was ich habe, mit Katheter und allem, weil ich war ja irgendwie im Koma. Also ich war wirklich weg. Ich hätte sogar, laut dem, was meine Eltern mir so erzählt haben, im Krankenwagen war ich sogar ganz kurz ganz weg.
Also richtig ganz, ganz weg. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Ich bin bei meinen Eltern im Zimmer, weil ich da natürlich dann hin bin. So, hier, mir ist schlecht und wer auch immer. Und ja, dort bin ich dann auf jeden Fall auf dem Bett gelegen und ich mache die Augen zu. Ich habe die Rettungssanitäter noch reinkommen sehen. Das war das letzte Bild. Und als ich aufwachte, war ich dann im Krankenhaus. Und was mich richtig schockiert hat, als... Wie alt war ich da? 12, glaube ich? War ich 11 oder 12? Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, 11 oder 12 war ich auf jeden Fall. Und die erste Frage vom Arzt war, ob ich irgendwelche Drogen genommen hätte. So, hallo? Kannst du ein Kind nicht fragen, was gerade aus dem Koma erwacht ist, ob ich irgendwelche Drogen genommen habe? Bitte? Lass ein bisschen abwarten und vor allem auch so direkt raus, so, hast du irgendwelche Drogen genommen? Und für mich, als jemand, also ich meine, ich rauche ja nicht, mittlerweile trinke ich auch mal Alkohol, aber auch da im gemäßigten Maße, also ich kenne meine Grenzen, was das angeht, von daher im gemäßigten Maße, nicht übertrieben oder so. Und wie gesagt, rauchen tue ich gar nicht. Also auch alles andere an Drogen ist mir im Grunde, ja, warum sollte ich die nutzen? So. Und, ja, die Frage dann, deswegen hat mich das ein bisschen, wie kann man so schön sagen, empört. Es hat mich aus der Fassung gebracht und habe halt echt angefangen zu heulen. So, um auf den Katheter zurückzukommen, ja, der musste dann natürlich irgendwann auch mal raus. Und als er drin war, sich dran zu gewöhnen, zu pinkeln, das war komisch. Und zum anderen, als er dann schmerzhaft wieder draußen war, dann auf Toilette die ersten zwei Tage, das war die Hölle. Es war die Hölle. Ich trinke auch Maß für Maß. So habe ich das nicht gemeint, Offi. Das weißt du ganz genau. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Jetzt bin ich hier drin. Jetzt geht's hier nicht weiter. Hallo. Muss ich irgendwo tanzen, draufdrücken? Hat's jetzt gebracht. Noch irgendwo was anderes aufgegangen? Hier ist noch so ein Ding, da könnte ich noch ein Steinrad benutzen. So, das brennt doch bestimmt wie Hölle. Ja, das ist echt so, das ist... Ein Knirschen geht durch den Stein, als ein Nagel gegen eine Wand nachgibt. Das ist, also... Ich kann mich an nichts... Schmerzhafteres als das erinnern. Also es war sogar schmerzhafter, als mir in den Finger, nee, nicht in den Finger, oder? War das der? Muss ich mal überlegen. Einer von beiden Mittelfingern habe ich mir mit der Brotschneidemaschine mal reingeschnitten. Ich glaube, so Finger hat jeder mal irgendwie geschafft. Da wusste ich noch nicht, dass es so einen Kantenschieber gibt. Kennt ihr das? Es gibt so einen, der den Brotkanten schneiden wollte und der eigentlich zu wenig Brot noch hat, dass man die Finger drauf ablegen könnte oder so. Dann gibt es einen Kantenschieber, den legt man dann da dran und schiebt mit dem das Brot an die Schneide. So. Und das wusste ich nicht. Also habe ich versucht, den Kanten so zu schneiden, was dann ja, quasi in einem englischen Brot geendet ist. Nein, kann man das so sagen? Im Sinne von blutig. Aber gut. Ja, so ist das da gewesen. Jetzt ist hier alles zu. Kann das hier nochmal nutzen? Das habe ich aber schon benutzt. Ja, das ist das, was ich schon benutzt habe. Komme ich jetzt hier irgendwo anders weiter? Nö. Da ist immer noch zu. Hier ist auch noch zu. Hier geht's auch nicht weiter. Hm.
Ja, sowas ähnliches hatte ich als kleiner Stöpsel von 10 oder 11 mit einem Maiskolben im Maisfeld. 4 Finger an der linken Hand habe ich die Kuppe ein Drittel eingeschnitten. Was, Mais? Wie, hä? Wie darf ich mir das vorstellen? Hast du Maiskolben abgeschnitten oder... Hä? Wie schafft man... Plötzlich die Wand unter einer Masse von Gretböck nach. Da muss man da reinlaufen. Wollt ihr mich jetzt veralbern? Also langsam ist das Spiel echt fies. Da ist natürlich noch ein Stein. Oder hast du dich irgendwie an den Blättern vom Mais geschnitten? Oder wie? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So. Maiskolben abgerissen, mit den rauen Maisblättern heftig geritzt. Ja, das meinte ich doch. Siehst du? Jetzt haben wir wieder zu viele Items. Kann ich davon irgendwas benutzen? Guck mal, hier sind noch 2 davon. Dann sind hier noch Dutzende davon. Kann ich eigentlich, wenn ich hier Ruf eingebe? Nee, dann werden mir die nicht angezeigt. Warum nicht? Ist auch ein Rufgegenstand. Könnt ihr mir doch direkt ausgeben. Naja. So, noch was? Nö. Guck mal, und den... Das ist einer mit 2000. Ach komm. 8000. Zieh mal so ein Ding darunter. Und schieben den mal da dazu. So. Wir müssen mal den mit dem teuersten nach oben. In die Ecke. So, dann 4000, 8000. 4000, 2000, 1000, 1500. So. Ja, ich fand das auch, was heißt lustig, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Fand es aber fast schon lustig, da kommt man als kleiner Zwerg völlig verwirrt, wie das passieren konnte, zu Mutter und trägt so ein bisschen verdattert nach einem Pflaster. Meine Mutter fand es damals nicht so lustig. Ja, meine auch nicht. Ich bin auch zu meiner Mutter so... wie alt war ich da? 5 oder so, glaube ich, oder 6? Da bin ich schon zur Schule gegangen? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ich war noch jünger. Wenn, war es Grundschule. Aber auf jeden Fall... hier geht's noch nicht rein. Ja, auch nicht. Ja, man muss da... Ich gehe da jetzt mal lieber alle ab. Bevor es da heißt, ja, da hätte ich ja mal einfach so reingehen können, ne? Und hier ist, glaube ich, nur der Wasserfall. Deswegen ist da noch weiter nach hinten geht. Nee, bin da auch hin zu meiner Mutter und sagte so, was heißt hin? Ich glaube, ich stand... etwas geschockt in der Küche. So rum ist eigentlich richtiger. Ich stand geschockt in der Küche und rief nur so, Mama, Mama, ich glaube, ich brauche ein Pflaster. Ganz schnell. Ich glaube, so in etwa war das. Da hieß eine Höhle. Hier sind noch mehr Höhlen, oder? Geht doch hier noch weiter... Oder nicht? Nee, hier geht's nicht wirklich weiter, okay. So, halt. Da geht's aber noch. Oder auch nicht? Nee, da kommt noch das Wasser nur her. Okay. Ach, jetzt habe ich die Ausfahrt wieder verpasst. Hier. Ah, Kinder sind schon lustig. Man darf natürlich in dem Moment nicht anfangen zu lachen. Als Eltern. Auch wenn man es vielleicht würde, aber nein. Muss ehrlich sagen, ich freue mich darauf, irgendwann auch Kinder zu haben und so Erfahrungen zu machen. Ich habe ja
Mein Bruder ist ja 6 Jahre jünger und meine Schwester, mein Bruder hat übrigens heute Geburtstag, meine Schwester, die ist ja 9 Jahre jünger und ich habe beiden damals auf jeden Fall gewickelt, das weiß ich noch. Mein Bruder vielleicht weniger, aber meine Schwester weniger. Ihr hört gedämpftes Krächzen, das durch den Stein zu dringen scheint. Sind jetzt los. Schöne glitzernde Welt. Ihr könnt Rechtecke schmecken und die Farbe Magenta riechen. Plus 25% Patzerwahrscheinlichkeit. Was? Warum? Was soll das? Ihr könnt Farben schmecken. Was sind das denn hier für Giftkröten? So. Und hier auch noch. Mit einem grollenden Donner bricht das Gundalian-Muttertier durch die Wand. Ich wollte meinem Kind gerade ein Pflaster bringen. Heilgiftfrösche, ja. Ja, so in etwa richtig, ne? Gundalian-Matriarchin. Ich nutze mal hier die Nahkampfangriffe, dass man die auch mal wieder genutzt hat. Hilfe, eigentlich wieder eingeschlafen? Es kommen gar keine Korrekturen mehr. Kann sein? Weiß ich nicht. Kann sein, oder sie macht gerade was anderes. Das ist auch möglich. Wenn sie gerade zum Beispiel vom PC wechselt und hin zu einem anderen mobilen Gerät zum Gucken, dann kann das auch da möglich sein. Ich mache hier alle Gegner einfach platt. Ist mir wurscht, ob ich muss oder nicht. Du müsstest mal, ich glaube, du kannst sie erwähnen, dann poppt das bei ihr vielleicht eher auf. Ja, die müssen jetzt natürlich neu geschmiedet werden. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Kann doch nicht wahr sein. So, hier und, hä? Hier geht wieder nix. Naja. Warum ist die Musik eigentlich so leise auf einmal? Vielleicht wird im Kampf gleich wieder lauter. Der Rest ist ja ganz normal laut. Okay. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Aber hier gibt es ja noch einen anderen Gang. Da müssen wir auch mal nachgucken. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen und dann wieder in Ewigkeiten suchen. Wow, wow, wow. Ah, jetzt sind wir hier. So. Ich mache erstmal hier den Richterblatt, der vor mir sitzt. Macht vielleicht mehr Sinn. Den Flammenpfeilen erstmal wieder aufladen. Ich glaube, ich würde das Spiel hassen, wenn ich diese Höhlen so sehe. Tja,
Ist halt nur was, wenn man wirklich erpicht auf die Story ist. Und das bin ich ja. Ich habe ja den Ehrgeiz, wirklich die Story durchzuspielen. Sonst würde ich das nicht schon seit 2012 Let's Play. Ist wirklich 2012? Machen wir das hier echt schon seit über 5 Jahren? Wow. Mittlerweile zwar alles nur noch live, aber wow. Manchmal, keine Ahnung, kommt mir das nicht vor wie 5 Jahre. Krass. Krass, krass, einfach krass. Mittlerweile ja auch auf die bessere Plattform gewechselt. Von den zweien oder vielen, also auf jeden Fall Twitch. Ich hätte von Anfang an zu Twitch gehen sollen. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon wesentlich weiter. Aber das hat meine Technik damals nicht zugelassen. Und damals konnte man auch noch nicht uploaden. Also es war ja ganz zu Anfang nur Livestream möglich bei Twitch. Und von daher, naja. Dann spielst du das ja so lange wie ich SWTOR, aber halt privat und nicht auf Twitch, YouTube. Naja, ich spiele das, also wirklich spielen tue ich das seit 2007. Wie gesagt, Herbst 2007 habe ich angefangen. Da war ich sogar dann mit meinen Eltern in Verhandlungen, weil ich gern ein Abo wollte. Also eigentlich zu WoW, das ich davor angetestet hatte. Und dann fiel mir ein, ach Moment, es gibt ja mittlerweile auch dieses Herr der Ringe Online. Und dann hatte ich das versucht und angetestet, habe das meinen Eltern gezeigt und dann haben die gesagt, okay, ja, darauf können wir uns einlassen. Das können wir mitmachen. Und meine Mutter spielt das ja auch. Ja, die ist ja hier Gildenleiterin von der Gilde. Von daher... Irgendeine uralte Vorrichtung ächzt unter der Erde. Okay. Wie gesagt, ich mache hier einfach eh alle platt. Solange es auch dauern mag. Das schon mal. Und jetzt, ich weiß gar nicht viel. Also es kommt noch ein bisschen was hier in dieser Mission, aber dann auch nicht mehr ganz so viel. Ein tiefes Knirschen ertönt, doch mehr ist nicht zu hören. Okay. Hätte man eine Falle auslegen sollen. Vielleicht ist davon, wäre davon schon eins kaputt gegangen. Naja. Guck mal, irritierender Schuss. Das könnte ich ja mal auf einen der anderen ansetzen. Für ein Geräusch. Das Rad bewegt sich nur langsam, doch schließlich rastet es ein. Wow! Zwei Gundlerjahren Königin tauchen auf, während der westliche Durchgang bedrohlich. Was? Wieso kann man das denn nicht nachlesen hier? Oh.
Kommt noch. So, eins haben wir schon mal platt. Alter, was für Riesenteile. Immer so Kakerlaken mal 10. Au. Genau, hier wollte ich das jetzt benutzen. So. Was? Was ist das jetzt? Es gibt ja manche Ads, die verschwinden, wenn man die... Muss ich das jetzt nochmal drehen, das Rad? Ich mach's jetzt einfach nochmal. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht nochmal. Sondern... Okay. Ja, manchmal ist das ja der Fall. So nach dem Motto, ah, ganz hat's nicht geschafft. Geklappt mit dem Drehen. Halt, wo geht's da noch hin? Also das ist nur für hier, oder? Da ist dahinter noch was. Hä? Wieso komme ich hier nicht hoch? Nee, da ist aber auch nichts mehr, oder? Nee. Ich will nur keine Kammer übersehen und dann heißt so, ach ja, da hättest du da hinten hingemusst. Deswegen, eigentlich warte ich ja auch noch auf meinen 10-Jahres-Porträtrahmen. Aber den bekommt man halt auch erst, wenn man 10 Jahre dabei ist. So. Halt. Wie halt? Okay, ich halte. Was ist los? Da hinten ist doch noch ein Marker. Hä? Was für ein Marker? Wo denn? Was denn? Wo ist noch ein Marker? Hä? Ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber... Ich glaube, du hast... Kann es sein, dass du das markierte Steinrad gesehen hast? Was hier? Meinst du den Marker? Das war nur, weil das Rad noch ausgewählt war. Ich dachte, da war noch so ein gelb-goldener Kreis. Ja, eben. Ja, das war das ausgewählte Rad. Jetzt schon so, hä, was kommt jetzt? So, komm, lass machen. Sniff, der Bruder trollt mich. Nein, wieso? Hä? Ich hab doch hier gar keinen getrollt, was willst du denn? Das nutzen dieses einmal volle Elle. Nein, trollen wollte ich dich auf keinen Fall damit, Offi. Es war einfach nur, es war noch ausgewählt und fertig. Ist ja jetzt auch, der Gegner ist ausgewählt und jetzt nicht mehr und ja. Das ist ganz normal. Juhu. Mal einen ausgeschaltet, der da ein bisschen nervt. Das muss man dir doch sagen. Ich sehe heute zum ersten Mal hat er nur online. Das muss man mir doch sagen. Ach so. Ja, Entschuldigung, ganz vergessen. Aber ich dachte, das würdest du vielleicht auch von SWTOR kennen. Da sind die Gegner auch markiert. Und von daher
Und der Wilms läuft flüssig. ja, okay. Nicht? Bei SWTOR wird das doch auch auf der Minimap markiert, der Gegner, den du gerade aktiv hast. Oder der Gegenstand oder ähnliches. Da bin ich mir aber sehr, sehr sicher. Plötzlich gibt die Wand unter einer Flut tödlicher Spinnen nach. Ach, natürlich. Ja. Was auch sonst? Warum eigentlich Spinnen? Hätten es Schmetterlinge sein können? Da sind nur die roten Punkte von allen gekühlten NPCs. Ah. Aber nicht. Ist da kein Ausgewählter? Ich dachte, da wäre auch ein Ausgewählter. Naja. Anvisierte Gegenstände sind nicht gemacht. Okay. Dann habe ich das falsch in Erinnerung. Aber bei WoW müsste das auch so sein. So, jetzt warten wir kurz mal. Zum einen fülle ich hier gerade nochmal nach. So. Frage ist, geht das jetzt wirklich schon da lang oder ist hier noch mehr? Klang gerade wie Gollum. Ich sehe mich nur mal um. Habe ich nur mal bis Level 20 gespielt, war nicht meins. Ja, kenne ich. Habe ich auch des Öfteren schon den Anfang gemacht. Aber vielleicht gefällt es dir ja, wenn du es bei mir guckst. Gibt's übrigens auch schon hier auf Twitch. Ich habe das hier auch schon gestreamt. Sogar in diesem Jahr erst. Das war vor einem halben Jahr mittlerweile. Och, das Jahr geht so schnell rum, sage ich dir. Hier ist auch nochmal ein Gang, wo wir noch nicht waren. Okay, hier ist zu. Aber okay. Gut zu wissen. Ja, lieber mal zu viel erkundet als zu wenig. Aber ich bin mir bei WoW auf jeden Fall sicher, dass man da die markierten Gegner auf der Karte sieht. Oder markierten Gegenstände. Was ist denn jetzt? Wieso komme ich denn hier schon wieder nicht raus? So. Puh. Jetzt halten wir uns hier die Spinnen auf. Das Jahr ist für mich erst rum, wenn mein Chef zu mir kommt und sagt, du kannst in den Winterurlaub. Ja, beziehungsweise Weihnachtsurlaub, wobei es auch nicht wirklich gibt bei uns. Also es gibt über die Feiertage ein bisschen frei. Aber ja. So wirklich Urlaub in dem Sinne haben wir jetzt nicht. So. Komm, ich mach das jetzt hier mal mit einer Falle. Mal gucken, ob das was bringt. Ach doch, nicht den. Ich wollte den doch gar nicht. Ich wollte die hier doch ziehen. Bringt auf jeden Fall was. Sollte man mal öfters benutzen. In meinen Überstunden hoffe ich auf mehr als nur Weihnachten frei. So. Und du darfst jetzt auch drankommen. Ist das nicht toll?
Geht hier auch noch irgendwie was auf oder sowas? Ist sogar grün. Also hier schon mal nicht. Hab da eher so 2 Monate angepeilt. 2 Monate frei? Na gut, mit Überstunden vielleicht sogar machbar. Ja, jetzt habe ich die Falle vergessen. Naja. Die gehen ja zum Glück nicht ganz so langsam. Stunden und noch 10 Urlaubstage von dem her möglich ist es. Krass. Warte mal, 10 Urlaubstage, 320 Überstunden. 320 durch 40. 8. Ja, 32 durch 4 ist 8. Demnach 8 Arbeitstage. Also kommst du auf 18 Urlaubstage. Nein? Oder wird das anders bei euch gerechnet? Also 2 Monate? 2 Wochen meinst du, oder? Also Wochen wären noch irgendwie logisch. 40 Stunden Woche, ja. Woche. Ja, Entschuldigung. Jetzt war ich der Verpeilte. Ich habe zwar richtig gerechnet, aber falsch gedacht. Richtig, 40 Stunden Woche, nicht Tag. 40 Stunden Tage gibt's ja gar nicht. Also demnach, ja, 8 Wochen, stimmt. 8 Wochen. Also, genau, 8 Wochen, ja. Stimmt, 8 Wochen. Ja, das sind dann 2 Monate, das ist wohl richtig. Ah, jetzt ist hier das Feuerwehr wieder aus. So. Hier nutze ich auf jeden Fall eine Falle. Auch ich aber nicht für eine. Ziehe ich die halt einzeln. Wird Server, klau mir nicht meinen Urlaub. Nee, mach ich nicht. So. Okay. Dann sind es auch nur noch 3. Mal gucken. Ich glaube, ich schieße die hier einfach schon mal mit dem irritierenden Schuss an. Eigentlich in der Hoffnung, dass sie lang genug irritiert bleibt, aber okay. Was haben wir denn schon? Oh, 3 Stunden 42. Ja, ganz ruhig. Kankra. Alter. Was sind denn für Geräusche von sich? Was ist die denn drauf? Junge Frau, hören Sie mal. Nachdem alle Spinnen im Raum getötet wurden, trifft Buri ein. Wo kommt der denn auf einmal her? Wenn ich recht habe, sollten wir gleich an den oberen Waffenkammern sein. Kann sein. Ich werde dieses Rad drehen und euch hindurchlassen. Buri dreht das Rad und enthüllt einen weiteren Durchgang. Ich komme nach, sobald ich mich hier umgesehen habe.
Dachte ich mir irgendwie schon, dass du das so machen würdest. Oh. Geht's hier? Ein unglaubliches Bild bietet sich euch euren Augenbräuen. Der Zwerg verwundet doch noch am Leben. Da, tatsächlich. Alter, krass, wie das hier aussieht. Au, was? Oh, Geld, 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 Geld. Diese arbeitsfaulen Zwerge, ja. Boin. Die Kreatur im Wasser, gebt acht. Ich kann nicht glauben. Allein das Sprechen lässt Bräun vor Anstrengung zittern. Die Bestie im Wasser. Vorsicht, Freunde. Kämpft mit dem Wächter im Wasser. Vorsichtig, Freunde, die Bestie kehrt zurück. Alter. Der Wächter im Wasser. Ist das der Wächter? Der von draußen? Nee. Ich glaube, ich muss erst die Tentakel ausschalten. Sonst ist er immun. Sprich Freund und tritt ein. Das hatten wir schon. Da sind wir sonst würden wir nicht drin sein. Aber das ist ja im Grunde, gilt das ja für jede Tür. Hallo, ich bin's, dein Freund. Wenn keiner aufmacht, trittst die Tür einfach ein. Nein? Habe ich das falsch verstanden? Gucken, ob der ihn auch trifft. Nee. Das Vieh erinnert mich an den Film. Ja, es ist ja auch scheinbar der Wächter im Wasser. Aber doch irgendwie anders. Wieso kann der mich denn immer wieder ausschalten? Das nervt. Der Wächter im Wasser gleitet in die Fluten und ist verschwunden. Der ist einfach weggeploppt. Von wegen der gleitet. Tat verliehen. Namenloser Bezwinger. Okay. Ruf erhöht Wächter der Eisengarnison. Besiegt Namenlose in Moria. Ich brauche eure Hilfe. Seid ihr wirklich hier, meine Freunde? Oder ist das nur ein Trugbild? Bräun hustet und zum ersten Mal seht ihr die glänzende Axt, die neben ihm liegt. So hell, glänzend und kalt, dass sie nur aus Mithril sein kann. Bräun sieht euren Blick und lächelt schwach. Die Kreatur brachte mich hierher, um sich später über mich herzumachen, wie ich vermute. Eines ihrer Opfer trug dies. Von ihm sind nur noch Knochen übrig. Doch ich schulde ihm mein Leben. Wer auch immer er war, ich konnte die Kreatur in Schach halten mit der Axt aus Mithril. Doch ich hatte keine Kraft mehr zur Flucht. Ich wäre sicher verhungert. Ihr sagt, Bori ist bei euch. Welch ein Wunder. Das wird ihn überraschen, was? Guter alter Bori. Hey, abgeschlossen. Machen wir, dass wir von hier verschwinden, du Lerker. Ich bin froh, dass dieser Ort nicht mein Grab wird. Mal gucken, kann sein, dass jetzt gleich ein Video kommt. Durch die heroischen Anstrengungen der Helden von Eriador wird Bruin lebend aus den überfluteten Tiefen Morias gerettet. Er trägt Siegelberg bei sich, die legendäre Axt aus den Nebeln der Vergangenheit. Wird die Axt allein in der Lage sein, die Situation in Moria zugunsten der Zwerge zu wenden? Oder waren ihre Verluste bereits zu groß? Das ist eine sehr gute Frage. So, ich muss erst nochmal was trinken. Alter, was eine lange Ini.
Die ging jetzt gute... Ja, gute 45, fast 50 Minuten. Nur die Inine. Wir sind Helden! Todaka, wir sind Helden! Bräuten lebt noch und Dimitri Lax Siegelberg ist genau rechtzeitig aus der Dunkelheit zu uns zurückgekehrt. Könnt ihr unser Glück wirklich fassen? Wenn wir so weitermachen, werden wir binnen einer Woche alle Orks wie jaulende Köter aus Moria vertrieben haben. Jo. Das sieht doch ganz gut aus. Was haben wir hier noch? Jetzt haben wir Beweglichkeit 55 Vitalität. 55 Vitalität, 37 Beweglichkeit. Beweglichkeit würde ein bisschen abnehmen. Macht wäre ein bisschen besser und wir hätten noch ganz viel mehr dazu. Nehmen wir mal das. Ruin erholt sich im Lager der Ruhe von seinen Verletzungen. War das jetzt hingepackt hier? Wirklich besser? Ja. Ich bekomme so langsam Hunger bei den ganzen Donuts über den NPC-Köpfen. Oh Mann. Ach, dasselbe, den wir vorhin getauscht haben. Ja, müssen wir hier mal wieder Zeug verkaufen und so. Was haben wir denn hier? Ah. So, ihr solltet nun mit Bräuen sprechen. Ich weiß, dass er mit euch über sein großes Abenteuer sprechen möchte. Er ruht sich im Lager der Ruhe aus. Dieses Lager hat mein Vater für diejenigen eingerichtet, die sich von den Wunden erholen, die sie sich beim Kampf um die Minen gegen Orks und andere unwillkommene Kreaturen, die dort leben, zugezogen haben. Der Eingang zum Lager der Ruhe befindet sich an Durins Weg, nordöstlich der dortigen Gärten. Dort erholt sich Bräun von seinen Qualen. Sehr gut. Legendärer Gegenstand aufgestiegen. Ah ja, den müssen wir jetzt auch gleich mal schmieden. Ach, wir müssen hier mal was Neues nehmen. Aber wir nehmen mal das hier. Irgendwas können wir doch ein bisschen öfters nehmen. So, und hier. Nehmen wir mal das hier. Kann man auch zweimal nehmen. So. Mit Bräuen, da gehen wir gleich hin. Wie gesagt, erstmal verkaufen und neu schmieden. Dass wir die Waffen auch dann mal wieder leveln können weiter. So, das müsste da drüben gehen. In einem der Häuser. Nein? Doch, eins müsste doch hier. Auktionshaus. Handwerkshalle. Schmiedemeister und Reliktmeister. Der Tag der Zwerge ist nah. Siehst du, die können wir mal alle identifizieren. So, hier können wir die neu schmieden. Abklingzeit. So, und hier auch noch. So. Dann können wir hier Finstere die Dinger noch Dinge zerlegen. Jetzt in Moria. Zerlegen.
Hauptmann, Waffenmeister. Ja, können wir alles zerlegen. So. Da können wir nix. Da auch nicht. Nee. Nüpp. 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 Okay. Was wollte ich noch? Ich wollte noch verkaufen. Also, nee, das ist Profe. Müsste doch auch ein ganz normaler Händler sein. Ah. Handelsfrau und Vorratshändlerin. Uli. Es gibt also auch weibliche Zwerge. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Das sieht man immer daran. Und nein, es ist kein Übersetzungsfehler. Es ist tatsächlich dann so gewollt. Das ist die Buli. Es gibt auch weibliche Zwerge. Deswegen, wenn man Zwerg spielt, wählt man auch nicht Mann oder männlich oder weiblich aus, sondern man spielt Zwerg. Und hier auf dem RP-Server, hat man dann auch weibliche Zwerge, die dann Kleider tragen und sowas. Könnten wir doch eine Trophäe von Durins Fluch beschaffen? Ja, zum Beispiel. Legendärer Splitter. Reine Celebrant-Salbe. Celebrant-Salbe. 700 bis 800? Guck mal, die hätte ich jetzt glatt übersehen. Mal die hier frei dafür. So, hat er aber eine unweibliche Stimme oder habe ich mich verhört? Das weiß man nicht. Gibt auch Frauen, die so tiefere Stimmen haben. Also ist alles möglich. Ich glaube, die Essenzen, die kann man sich doch eh auch kaufen, oder? Also wenn man die wirklich mal brauchen sollte. Schriftrolle, die können wir noch öffnen. Aber die ist versteckt da. Schriftrollen, ich sag's immer wieder gern, aber Schriftrollen sollte man immer öffnen. Die Rezepte bringen mehr als einfach so die Rolle zu, also das Rezept bringt mehr als die Rolle einfach so zu verkaufen. So. Ja. Schwupp. Und schon haben wir wieder Platz. Mal ein bisschen reparieren. Sehr schön. Ach, ich hätte direkt zu Bräuen gehen können. Da können wir hier lang gehen. Kommen wir auch zu ihm. So eine Abkürzung. Die Appellhalle. Hm? Achso, komme ich vor der Tür. Das Lager der Ruhe. Komme ich vor der Tür raus, nicht direkt bei ihm. Aber naja. Da ist er doch schon. Der hat auch eben so lustig schön in die Kamera geguckt. Ist es still? Zu still. Hört nur das Feuer knacksen. Und eine flüsternde Stimme. Aber man weiß nicht, wo sie herkommt. Achso, das bin ich. Sigil? Kommt man denn da hin? Oh. Oh. Ja, was der Krater wohl zu bedeuten hat, ne? Sieht man da noch was Bestimmtes drin liegen?
Hier liegt da noch was. Alter, die Klippe des Zirakzigil. Was, ihr habt die Überreste von Durins Fluch entdeckt? Ja, genau, der liegt hier. Da liegt der Balrog. Hier ist der Kopf. Der hat zu bedeuten, wer auch immer davor stand, hat nur Kopfschmerzen. Naja. Nee, das ist hier der Balrog. Guck mal, das ist das Gesicht. Das ist der tote Balrog, der hier liegt. Au, was willst du denn jetzt hier? So, tschüss. Dann ist hier noch so ein Moria-Schleicher. Durins Fluch. Aber drauf rumklettern können wir nicht, ne? Ah. Schade. Aber da ist auf jeden Fall der Kopf. Und hier ist die eine Hand. Steinwurm, wieso hat der Füße? Naja, ein Wurm muss ja nicht immer kriechend sein, ne? Ist ja kein Grieche. So. Ah ja, von hier erkennt man den gar nicht so. Aber cool. Das ist ja lustig. Das ist ja cool. Also musst du hier durchgehen, damit du direkt bei dem rauskommst. Naja. Okay. War das jetzt ein Osterei? Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Man weiß, dass der da liegt. Das ist nicht wirklich ein Easter Egg. Also, es wäre eins, wenn es nicht bekannt wäre, dass er da liegen würde. Ich habe der Abenteuer genug gehabt. Wäre ich doch nie hierher gekommen. Dodaka, ich danke euch, dass ihr mich gerettet habt. An ein solches Abenteuer hatte ich eigentlich nicht gedacht, als wir in Hulsten eintrafen. Als mich die Kreatur des Teiches vor den Türen von Durin ergriff, dachte ich, ich sei verloren. Aber anscheinend wollte die Kreatur ihre Beute für später aufheben. Darum wurde ich in der feuchten Schatzkammer in den Tiefen Morias zurückgelassen, wie schon Oin vor so vielen Jahren. Er hat damals Siegelburg gefunden, Dodaka. Wer kann schon sagen, wie lange er die Axt verwendet hat, um sich gegen die monströse Kreatur in die Tiefe zu verteidigen. Und doch konnte er schließlich noch nicht einmal mit Hilfe der Mithril-Axt fliehen. Das wäre auch mein Schicksal gewesen, wenn ihr nicht den Weg in die feuchten Tiefen gefunden und die Bestie vertrieben hättet. Ich habe keine Lust mehr auf Abenteuer, Dodaka. Keine Lieder oder Geschichten mehr für mich. Mir reicht es. Sagt Bori, dass er Siegelberg nicht benutzen soll. Ich befürchte, dass die Axt verflucht sein könnte. Geht es nicht bis Kapitel 9? Ich glaube, heute wird bei mir nicht lange. Warst du nicht eben noch Kapitel 3 oder 4? Ne, Buch 4, Kapitel 3 war ich bis eben. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Laut meinen Informationen hat das eigentlich 9 Kapitel. Also ich war Buch 4. Ach nee, es hat tatsächlich 8. Hey, dann sind wir ja tatsächlich fertig. Bis Bräun. Ja, cool. Wir sind fertig. Haha. Und Buch 5 gibt es dann morgen. Morgen geht's dann um Trommeln in der Tiefe nennt sich das Buch. Da gibt es dann noch einige Kapitel, die sich ein bisschen hinziehen und ein bisschen länger sind. Aber das machen wir dann alles morgen. Und danach, wobei ich schaue nochmal nach, kommen wir hier vielleicht auch schon raus? Nee. La.
Ja, also das wird sich morgen auf jeden Fall etwas ziehen. Aber es macht nichts. So, was? Achso. Hat das Buch 5 hat zwar nur 5 Kapitel, aber davon ist Kapitel 5 in 3 Teile geteilt nochmal. Und jedes ist irgendwie so eine Inni. So, jetzt schaue ich gerade nochmal. Ja, genau. Bei Buch 6 kommen wir dann tatsächlich auch aus Moria raus. Und wo wir dann hinkommen, das verrate ich aber noch nicht. So, jetzt gucke ich aber mal. Guck mal, es fehlt nicht mehr viel. Na, jetzt fehlt schon noch ein bisschen was. Okay, Kapitel oder Buch 5 machen wir dann tatsächlich morgen. Ich gehe jetzt hier gerade nochmal vor die Tür. Um nochmal zu zeigen, wo wir jetzt sind. Wir sind hier. Also, wenn man die Appellhalle genau da steht, dann kommt man da zu der zum Lager der Ruhe. Wenn man da durchkommt, dann kommt man zum toten Balrog. Sehr schön. So, und damit ich morgen aber weiß, dass ich hier rein muss und es nicht vergesse, deswegen bleibe ich hier lieber mal vor Bräuen stehen. Und verabschiede mich an dieser Stelle für alle, die nachträglich zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr das Ganze auf Twitch schaut, dann drückt doch oben gerne mal auf den Folgen-Button und folgt mir auf Twitch. Wer nicht auf Twitch schaut, gerne auch mal bei Twitch vorbeischauen und mir dort folgen und so auch keinen Livestream verpassen. Und den verpasst ihr auch nicht, wenn ihr mir bei Facebook, Twitter oder Patreon folgt. Auch dort heiße ich jeweils Dodaswelt und auch bei chat.fevkorb.de. Also auf dem Pfeffkorb Discord kommt immer eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe. Also auch dort werdet ihr entsprechend benachrichtigt. Das sogar auf dem Handy. Aber auch bei Twitch, wenn man die Benachrichtigung richtig einschaltet, dann gibt es auch da eine Benachrichtigung auf dem Handy. Und so könnt ihr auf jeden Fall keinen Stream verpassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal live dabei seid. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.